Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video und es ist Slane Watched Zeit. Ich komme gerade von meinem Papa. Wir haben gerade einen Filmabend miteinander verlebt und er hat mich halt eingeladen und gesagt, hier komm, ne, ich habe da zwei Netflix-Filme, die gucken wir uns heute Abend an, da habe ich Lust zu, hast du Lust dazu zu kommen? Ich sagte, ja klar, natürlich, ne, habe heute Abend nicht viel groß anderes, nicht anderes viel vor. Das hat sich dann leider noch zwei Stunden verschoben, weil mein Vater ist derzeit dabei, seine ganze Musik zu digitalisieren. Es sieht aus, als wäre er dann doch langsam im Jahre 2018 angekommen. Aber naja, er hat halt ganz viele Oldie-CDs, die er jetzt gerne wieder auch mal einfach so am Rechner mal hört, wenn er so nebenbei putzt oder so. Und dann immer die ganze Anlage einschalten und alles, dann kann er auch, wenn er eh schon den PC aufmacht, dann auch das auch da machen und so, ja. Und das hat er halt noch so ein bisschen rumgetütelt, habe ich gesagt, ja, weißt du was, dann bleibe ich jetzt noch ein bisschen hier und lade mein neues Video mit dem Paket da hoch und warte, bis das fertig ist und dann gehe ich dann eben los. Und so konnte ich das dann gleich noch mit erledigen und ihr habt das ein bisschen früher sehen können dann, ne. So, und deswegen, ja, bin ich jetzt auch erst ein bisschen später nach Hause gekommen, weil es sich alles zwei Stunden verschoben hat, deswegen könnt ihr dieses Video jetzt wahrscheinlich erst, es ist jetzt schon Mitternacht, ja, morgen früh oder irgendwann morgen, also am 5. werde ich erst dann irgendwann sehen, ne. Und ich muss daher auch in die Videothek, oder mein Vater vielmehr, wird das wahrscheinlich schon vor mir machen, denn es soll heute ein Film rauskommen, auf den wir schon lange warten. Mehr sage ich jetzt mal nicht, weil es betrifft dann ja wieder das nächste Slane Watched, nicht wahr? Aber wer mich so ein bisschen kennt, was ich für Filme mag, da gibt es einen B-Movie-Science-Fiction-Film, der mir sehr gut gefällt und ein extrem offenes Ende hat und der jetzt endlich fortgesetzt wird und noch dazu mit sehr awesome Darstellern. Und auf den warte ich. So, gut, aber darum geht es nicht. Es geht jetzt um das, was ich in letzter Zeit so geschaut habe. Und damit beginnen wir jetzt. Und leider ist das sehr durchwachsen teilweise. Und teilweise ist es fucking awesome. Aber da kommen wir dann zu. Also ich habe da, vor allem habe ich mittlerweile festgestellt, dass die meisten Filme, die ich dann hier mal so schaue, aus der Videothek oder so, wenn mein Vater mir was bringt und ich es den nächsten Tag zur Videothek bringe, also was ich hier in diesen Räumlichkeiten schaue, das ist irgendwie nicht mehr so doll. Ich muss mal zu meinem Vater gehen, da kriege ich die besseren Filme zu sehen, wenn ich die zusammen mit meinem Papa gucke. Ist das Karma oder irgendwie Fluch, der hier mittlerweile auf der Bude lastet oder was? Hoffentlich nicht. Aber gut, das war in letzter Zeit häufig so. Zum Beispiel bei dem ersten Film, um den es gehen soll. Und das ist ein ziemlich banaler Einstieg jetzt, aber naja. Da haben wir den Film Maneater. Nein, nicht den alten Kannibalen-Klassiker Schwachsinn da, den ich auch völlig langweilig finde und vollkommen überbewertet, aber naja. Sondern Unnatural ist der Originaltitel. Und ja, habe ich mir geholt, weil ich den alten Klassiker Grizzly sehr mag. Und ich mochte auch mit Thomas Jane Red Machine, der im Grunde genommen fast schon so eine Art Remake zu Grizzly ist. Und hier geht es jetzt um einen Eisbären und keinen Grizzlybären in diesem Fall. Also hat man, ja, mal ein neues Tier. Es ist auch nur ein Bär, nur dass er eben weiß ist, aber naja, gut. Und ich lese mal vor, was ich mir dazu notiert habe. Eigentlich nicht der Rede wert, dieser recht auf Standard getrimmte Tierhorrorstreifen um einen mordenden Eisbären. Dieser entfloh einem Forschungslabor, in dem man an ihm herumexperimentiert hat, was ihn sehr aggressiv und geil auf Menschenfleisch macht. Als Opfer hinhalten müssen ein paar Models und ein arg nerviger Fotograf und einige Leute, deren Aufgabe es ist, diese Truppe im eisigen Waldgebiet zu begleiten. Ne, die haben ja irgendwie so Trapper dabei oder was. Unter ihnen auch ein Jäger, gespielt von James Remar, der als einziger genug Durchblick hat, um der Situation habhaft zu werden. Zusätzlich stößt noch eine Wissenschaftlerin dazu, die von dem entlaufenden Vieh weiß. So, und dann kommt jetzt auch schon wieder mein berühmter Spoilerhut zum Tragen. Den werde ich jetzt tragen, wenn ich spoilere, falls ihr meine YouTube-Videos noch nicht kennt und jetzt zum ersten Mal reinschaut. Ich mache das immer bei Filmreviews oder so, bei diesen Formaten hier so, dass ich, wenn ich dann spoilere, solange den Hut hier aufhabe, dann könnt ihr euch merken, solange da jetzt der Slane so doof aussieht wie jetzt, kommen Sachen, die ich nicht hören will, wenn der keinen Spoiler mögt. Ja, ich persönlich liegt da überhaupt keinen Wert drauf. Also mir ist es scheißegal, wenn mich jemand spoilert mittlerweile. Weil der Film trotzdem immer noch Spaß macht, wenn man weiß, was passiert. Gut, also, kommen wir zum Spoiler. Am Ende sprengt sich der Fotograf, dieser Bekloppte da, ne, samt Auto und Bär in die Luft, was das Vieh aber nicht umbringt. Der überlebt das. Also jagt es, verletzt die Wissenschaftlerin, die sich dann noch mit einer Bärenfalle am Fuß verletzt. In letzter Sekunde kommt der von einem Angriff ebenfalls schwer verletzte Jäger, James Remar, dazu.
Er hat auf ein Snowmobil einen großen Bohrer für Eisangellöcher montiert und rammt so den Bären, der dann stirbt. Danach erledigt auch der Jäger, erledigt, erliegt auch der Jäger seinen Wunden und die Wissenschaftlerin verspricht ihm, nicht mehr zu forschen. In der letzten Einstellung sieht man aber einen Werbespot des Forschungskonzerns mit ihr. Und das kam so ein bisschen rüber, so, ja, das geht schon alles weiter mit unseren Experimenten hier, bla bla. Also hat's, dann geht's doch weiter, oder? Ich habe keine Ahnung. That's it. Also Standardfinale oder so. Mit einer kleinen witzigen Idee, dass er da diesen riesengroßen Eisbohrer vorne auf dieses Schneemobil montiert da. Das war dann ganz witzig, ne? Aber naja, so. Ja, gut. Teils werden hier namhafte Mimen für wenige Szenen verheizt. Wie Ray Wise, der kurz in zwei Werbespots auftaucht, oder Graham Greene, der auch kaum Screentime hat. Ray Wise taucht einmal kurz am Anfang auf, da gibt es einen Werbespot von diesem Konzern, der den Eisbären erschaffen hat, wenn man so will. Und ganz am Schluss, bevor der Film endet, kommt, habe ich ja gerade einfach nochmal irgendwie zu kurz das Spot. Ja, und das sind die einzigen beiden Szenen, in denen er mitmacht. Na. Dafür ist löblich, dass das Tier komplett ohne CGI auskommt, was hingegen wieder zerstört wird durch eine extremst zu unruhige Wackelkamera und einen teils zu unübersichtlichen schnellen Schnitt. Daher fällt der Film eher in die Standard-B-Tier-Horror-Kategorie leider. Also ich glaube nicht, dass ich mir den kaufen werde für meine Tierhorrorsammlung, weil die ist eh schon völlig überladen, meine Sammlung da. Und der Film, weiß ich nicht. Also da kann man sich, wie gesagt, schon eher Filmklassikern wie Grizzly oder eben dem erwähnten Red Machine zuwenden, da ist man besser bedient. Weil, wie gesagt, hier, wenn dann was passiert, ist es so schnell geschnitten oder so wackelig gefilmt und auch der Eisbär nie wirklich ganz richtig gut zu sehen. Und wenn man ihn zu gut sieht, ich weiß mal, dass er verwackelt ist, auch so, er ist nicht super getrickst. Ja, dieses mechanische Ding, was sie da gebaut haben, wohl. Ja, weiß nicht. War nicht so doll. Also, ich war von dem Film nicht begeistert. Da hätte man wesentlich mehr rausholen können, aus dem Ganzen, meiner Ansicht nach. So, dann kommen wir zum nächsten Film. Der war schon besser. Vor allem, weil ich mich da mittlerweile informiert habe über diesen Film oder über den Hintergrund oder über das, worauf der Film basiert. Und zwar geht es um die. Viel Spaß im Paralleluniversum der Flaschendeckel. Na, wundervoll. Oh nee, ich sehe ihn noch. Ich komme da ran. Mein dicken Bauch. Ha! Gerettet. Ja, so, das könnte direkt raus, okay. Habe ich auch gerade erst gefegt. Na gut. So, also. Gut. Nicht gerade erst heute Mittag. Egal. So. Es geht um Kinder des Zorns und zwar die 2009er Verfilmung davon, die fürs TV entstanden ist. Und die gibt es schon eine ganze Weile und ich weiß auch schon eine ganze Weile davon, dass es die gibt. Schon seit vielen Jahren. Aber habe mich immer geärgert, dass es die nicht hier gibt. Ne? Und jetzt hat man die ja mal released und ich habe sie mir dann angeschaut, weil ich mag die Kinder des Zorns Filme. Allerdings habe ich nur die ersten drei. Weil ab da wurde es dann ziemlich meh, finde ich. Es gab zwar noch ein paar ganz gute Kills, aber so von den Filmen her war das so, weiß nicht. Ja, so. Wobei ich glaube, den allerletzten Teil von der irregulären Reihe habe ich glaube ich nie gesehen, weil ich irgendwann haben die mich verloren. Das war irgendwann einfach nur noch beschissen. Ne? So, gut. Ich lese mal vor. Nach sehr vielen Jahren fand nun endlich das TV-Remake des King-Klassikers den Weg nach Deutschland auf Blu-ray. Also ließ ich es mir nicht entgehen. Die auf einer Kurzgeschichte basierende Story um ein verstrittenes Pärchen, das sich auf der Auto, auf einer Autoreise in den Ort Gatlin verirrt, ist diesmal wesentlich näher an der Vorlage gelegen. Ich habe mich nämlich mittlerweile belesen und die auch, das ist ja nur eine Kurzgeschichte. Und meine Süße hat ja etliches im Gegenbücher da, da ich mir das rausgekramt und das auch gelesen, das Ding. So, einfach mal so. Nachdem ich den geschaut habe, am nächsten Tag wollte ich mal vergleichen und teilweise sind sogar ganze Dialoge eins zu eins in den Film übernommen worden. Wenn die beiden sich da streiten und was sie so zueinander sagen und so. Also das ist schon sehr nah am Original, fand ich teilweise. Einige Sachen sind ein bisschen anders wieder, so Kleinigkeiten auch wieder, muss man dazu sagen, ne? Aber naja, es ist aber nicht so gravierend, dass man jetzt da irgendwie die Hände über Kopf zusammenschlägt. Das erwähnte Pärchen überfährt zunächst bei einem Streit scheinbar einen Jungen, doch bei näherer Betrachtung stellen sie fest, dass dem Jungen die Kehle durchschnitten wurde und er ohnehin gestorben wäre. Um Hilfe bei der Polizei zu suchen, fahren sie also zum nächsten Ort,
Gatlin, der ausgestorben scheint. Bis auf einige Kinderstimmen, die aus dem Maisfeld zu kommen scheinen. So, und für die, die den ganzen Kram nicht kennen, weder die alten Kinder des Zorns-Filme noch den jetzt neuen und das nicht wissen möchten, ich mache wieder den Spoilerhut auf meine BRD, ne? Dann kommen wir jetzt nämlich zum Spoiler. Diese Kinder sind eine fanatische Sekte, angeführt vom scheinbar nicht alternden Isaac, die dem Gesetz folgen, dass niemand älter als 19 werden darf, denn Erwachsener sein ist Sünde. Dieses Gesetz erließ ein Gott, den die Kinder der hinter den Reihen wandelt, nennen und der eben im Mais lebt. Ihm opferten die Kinder bereits alle Erwachsenen und natürlich sind auch ihnen die Neuankömmlinge, also sind ihnen auch die Neuankömmlinge, also die beiden, dieses Pärchen, nicht entgangen. Während der Mann die Kirche durchsucht, greifen nun also die Kinder das Auto draußen an, in dem sich die Frau verschanzt hat. Zu spät kommt er nach draußen und sieht nur noch, wie die Kinder den Wagen umstellen. Seine Frau scheint verschwunden. Er weiß noch nicht, dass sie tot ist. Also man sieht auch, dass sie getötet wird vorher noch. Aber er bekommt das nicht mit. Er kommt dann erst raus. Die stirbt, nachdem das schon passiert ist. Also glaubt er, die haben die irgendwie entführt, irgendwo hingebracht, keine Ahnung. Er flieht auf jeden Fall erstmal ins Maisfeld. Und dank seiner Vietnam-Erfahrung schafft er es, die Kinder bis es dunkel wird, abzuschütteln. Die Kinder folgen ihm dann nicht weiter, denn die Dunkelheit gehört ihm, der hinter den Reihen wandelt. Der Mann erreicht eine Lichtung im Feld, auf der er dann seine gekreuzigte Frau findet. Mit ausgerissenen Augen, und das ist so ein komisches, ja, vom Mais, dieses Gezumpel, hat der mal einen Maiskolben aufgemacht. Wir haben hier teilweise Maisfelder, und da waren wir als Kinder auch mal Maiskolben klauen. Wenn du den aufschälst, den Kolben, von den Blättern entfernst, dann ist da so ein ganz viele komische Fäden drin, so, ja, weiß nicht, wie das heißt. Und das haben sie ihr in die Augen gestopft. Jetzt habe ich Faden hier verloren. Wo bin ich, wo ist meine Zeile gewesen jetzt hier? Also nochmal. Der Mann erreicht eine Lichtung im Feld, auf der er dann eine seine gekreuzigte Frau findet, mit ausgerissenen Augen und brutal getötet. Als er verzweifelt zusammenbricht, beginnt sich der Mais um ihn herum zu bewegen, obwohl kein Wind zu spüren oder zu sehen ist. Er schreit und die Szene blendet über zum nächsten Tag. Die Kinder sind um Isaac auf der Lichtung im Feld versammelt. Isaac berichtet, dass der Gott nicht zufrieden ist, denn der Mann ist ihnen entkommen und so musste der Gott ihn selbst töten. Zur Strafe setzt er, mitgeteilt durch das Sprachrohr Isaac, das Limit von 19 auf 18 Jahre herunter, was bedeutet, dass einige der Kids inzwischen hätten sterben müssen und in der folgenden Nacht ins Mais gehen sollen. Was man dann nach den Credits auch noch in einer Szene zu sehen bekommen, wie hier ins Mais rausgehen. Die schon jetzt schon über 18 Jahre alten Kids. Und damit endet der Film, dann endet übrigens auch die Geschichte. Also die Kurzgeschichte endet dann auch damit. Und dann steht da noch irgendwas von wegen der Mais raschelt zufrieden oder so. So, gut, ja. So. Gut. Ja, ich lese mal weiter vor, was ich mir hier noch hin zu dem Film notiert habe. Mit guten Darstellern für TV-Verhältnisse und einer brauchbaren Atmosphäre gefiel mir der Film wirklich gut. Wem das Original zu weit von der Lage entfernt, oder die alte Verfilmung, zu weit von der Vorlage entfernt und zu sehr auf Happy End getrimmt ist, der findet hier eine gute Alternative, denn das Ganze endet völlig anders als der alte Film. Einzig schade fand ich, dass man die Kreatur oder den Gott, also dieses Wesen, das der Gott für diese Kinder ist, nicht zu sehen bekommt. Denn in der Geschichte heißt es, und ich zitiere, er sah etwas Grünes mit schrecklichen roten Augen in der Größe von Fußbällen. Also in der Geschichte sieht er den, der hinter den Reihen wandelt. Ja, aber es ist nicht filmisch umgesetzt, auch in den alten Filmen leider nicht. Bis auf den dritten Teil. Und ich habe den dritten Teil auch nur wegen dem Ende behalten, weil das ist so fucking cheesy und schlecht, dieses Finale von Teil 3, dass du nur Tränen lachst. Wirklich. Da taucht der hinter den Reihen ist, nämlich auf, bricht aus dem Boden empor und du hast da ein The Thing-Monster. Aber mit dem Budget der Muppet Show und dieses große Monster frisst dann auch Menschen und du siehst immer in dem Moment, wo das Monster die sich die Menschen schnappt, in dem Moment sind das Actionfiguren, also diese Menschen, das sind so kleine Puppen. Und du siehst so sehr, dass das jetzt kleine Puppen sind, das ist so unfassbar schlecht, das ist schon wieder geil.
Kann ich anders sagen. So, gut. Gut, wo war ich jetzt? So, gut, ja. Das optisch umgesetzt, ne, das mit dem grünen Ding, mit den roten Augen, wenn man das optisch brauchbar umgesetzt hätte, hätte das den Film zu einem kleinen Höhepunkt geführt. Ne, am Ende, wo du sagst, what the fuck? Und dann dieses böse Ende. Okay, ja. Jetzt habe ich das gespoilert, das böse Ende. Das ist ein King-Film. Die meisten enden fies. Denk mal an der Nebel, Leute. Ansonsten war das Ganze für mich einer der besseren King-TV-Filme, finde ich. Vor allem auch wegen diesem Pärchen. Ich habe nämlich erst hat mich das aufgeregt, muss ich sagen, als ich einfach nur geschaut habe, den Film. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder gelesen und da ist das ja wirklich so. Die Alte von dem Typen, die ist ja so abartig widerlich, ja, zu ihm. Dass der mit der überhaupt noch zusammen ist, das ist. Lass das, du hast damit da, das ist nicht gut. Ja, und so ist es da. Also, aber naja, gut, die sind halt zerstritten und die machen diese Reise übrigens auch, das wird in dem Film auch nicht so wirklich gesagt, um zu Verwandten von ihr zu fahren, aber eigentlich machen sie die Reise nur, um ihre Beziehung zu kitten und da wieder, sie müssen mal wieder zusammen eine längere Zeit verbringen, damit wir uns wieder näher kommen, was der Teufel was. Aber ja, gut. So, aber wie gesagt, ich fand den Film jetzt gut. Die Kritiker, wenn man das so liest online, sind da nicht so begeistert von diesem Film. Ich fand den okay. Ich kann nicht anders sagen. Hat auch ein paar kleine, ja, Härten. Der ist halt moderner von der Machart her ein bisschen als der alte. Die alte Verfilmung. Und es gibt hier halt keinen Bodycount, weil es nur dieses eine Pärchen, ne? So. Gut. Weiß ich gar nicht mehr. In der alten Verfilmung macht da noch mehr Leute mit, dass du auch welche sterben siehst. Das weiß ich gar nicht mehr. Oder ich glaube, die zeigen da in der alten Verfilmung sogar, wie die ihre Eltern töten oder sowas, ne? Hier beginnt das ganz anders. Hier kommt vorher eine Szene, wo sie irgendwie ein Schwein töten, die Kinder. Und das sind auch noch kleine Kids. Und dann kommt ein Zeitsprung 15 Jahre später. Ja, naja, so. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Film. Und jetzt werde ich mich bei vielen von euch sehr unbeliebt machen. Ich werde mich jetzt wieder mal zum Honk machen vor euch. Denn der Slane, der hat einen Film geschaut, der so hochgelobt wird, der so gehypt wird. Und der so scheiße war. Nein, war nicht scheiße. Er war ein guter Film, kann ich nicht anders sagen. Aber er hat den Lob und den Hype und die durchweg absolut positiven Kritiken nicht verdient. Verdient hat er das nicht. Es war für mich einfach nur ein Standardfilm, der sogar so seine Punkte hatte, wo man sagt, was wollte das denn jetzt? Und zwar geht es jetzt als nächstes um Baby Driver. Ja, ich würde mal sagen, ich lese mal erstmal vor, was ich mir hier hingeschrieben habe, nicht wahr? Don't believe the hype. Episode Nummer hier einfügen. Ne? Gibt ja so den einen oder anderen Film auf meinem Kanal, der hochgehypt wurde und den ich dann in der Luft zerrissen habe oder ja, oder der Luft zerreißen musste, weil der Hype oft nicht gerecht wird. Manchmal ist mir unbegreiflich, warum einige Filme in den Olymp gehuldigt werden. Dies hier ist ein Paradebeispiel dafür. Der titelgebende Held, der heißt Baby. Er heißt Baby. Und alle, denen er das sagt, nehmen es einfach hin. Einmal wird kurz gesagt, was, du heißt Baby? Ja, okay. Heißt nicht Baby. Am Ende wird gesagt, dass sein Name war ein Name. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier hinnotiert habe, aber was war der Scheiß? Naja, okay, also. Gut, nochmal. Der titelgebende Held ist ein gestörter Teenager mit Tinnitus nach einem Unfall, bei dem seine Eltern verstarben, weshalb er den ganzen Film meist schlechte Musik auf den Ohren hat. Meist schlechte Musik. Der Typ hört Broadway-Musical-Mucke. Die der Zuschauer mitertragen darf, denn man macht es zum Soundtrack des Filmes teilweise. Naja, alles Geschmackssache. Mein Geschmack ist das jedenfalls nicht. Und deswegen haben mir viele Szenen nicht zugesagt, weil mich die Mucke maximal genervt hat. Nicht immer. Einige Songs sind okay, einige sind cool, vor allem nachher im letzten Drittel. Aber warum wartet man mit den coolen Nummern dann auf die letzten 20 Minuten oder so? Und den ganzen Film überhört er so Songs, wo du sagst, Alter, was ist falsch mit dir? Naja, gut, okay. So. Und als Fahrer ist er ja angeblich so super gut. Naja, zusammen mit unter anderem Jamie Foxx soll er nun ein letztes Ding drehen. Was auch mit den eigenen Komplikationen, nee, was? Achso, was auch mit einigen Komplikationen erfolgreich abläuft. Denn
Baby arbeitet für einen Gangsterboss, gespielt von Kevin Spacey, als Fluchtwagenfahrer, da er in dessen Schuld steht. So, das ist der Hintergrund, warum er als Fluchtwagenfahrer arbeitet. Ne? So wie gesagt, das Ding, was hier drin läuft, dann so mit einigen Komplikationen erfolgreich ab. Ja? Und die hochgelobten Verfolgungsjagden in dem Film hier hat man schon in 100 anderen Filmen ähnlich gesehen und erreichen für mich niemals, niemals den Drive oder dieses Wow, zum Beispiel von Transporter oder von der Taxireihe. Es sind gut gefilmte Verfolgungsjagden, keine Frage. Aber gut gefilmte Verfolgungsjagden siehst du in jedem dritten Actionreißer. Zum Beispiel auch in der Fast and the Furious-Reihe. Warum es jetzt hier die besten Verfolgungsjagden des Jahres sein sollen, wie ich schon von einigen Kritikern gehört habe, gehört, in Videoform teilweise. Manche haben diesen Film in die Liste aufgenommen, ihrer Top 10 besten Filme des Jahres. Warum? Na gut. Das trifft übrigens auch auf das Erzähltempo und die Figuren des Films zu. Die Schurken sind irgendwie nicht böse genug oder zu aufgesetzt und der Held geht mir einfach nur auf den Zeiger. Eine der besten Szenen beim erwähnten letzten Heist, ja, also bei diesem Ding, was sie da drehen, ja, und besten Szenen in Anführungsstrichen, also ironisch gemeint, besten Szenen, ja, ist, als Baby beim Holen der Beute ein Stück nach vorn fährt, nur damit dann seine Birne den Kamerawinkel so verdeckt, dass der Zuschauer die Gewalt beim Überfall nicht sieht. Diese Szene ist so out of place, unnötig, scheiße, wie bei dem Hollywood-Remake, dem aktuellen Hollywood-Remake von Godzilla, wenn du das erste Mal Godzilla sehen sollst und dann macht ein Typ die Türen zu. Da habe ich echt gedacht, okay, komm, stopp, mach aus, vergiss es, verschwende hiermit keine weitere Zeit, Alter. Aber damit da es bis dahin schon einige gute Action-Szenen gab, ne, habe ich gedacht, na, vielleicht kommt ja noch was, komm nach, du hast eh noch alles, dann voll, guck weiter. Ja, ohne Scheiß, warum? Ich meine, warum sollte er das tun? Da ist jetzt ein Heist, der läuft, also ein Überfall, ja, die überfallen irgendwie Geldtransporter oder was. Und er steht da und wartet auf die. Und in dem Moment, wo die Gangster den Wagen erreichen, und du siehst das ja alles, und du siehst jetzt seitlich Baby am Lenkrad sitzen und durch die Scheiben durch siehst du hier hinten, was da so passiert. Und in dem Moment, wo die den Wagen da hinten erreichen, fährt Baby ein Stück vor, dann ist sein Kopf da, wo hier jetzt irgendwie die Gewalt passiert. Und dann guckt ihr nochmal da, okay, ist vorbei. Dann macht er den Blick und fährt ein Stück zurück. Und dann siehst du sie wieder angelaufen kommen mittlerweile mit ihrer Beute in der Hand. Oh, der Film hat die dritte Dimension durchbrochen. Oder die vierte, oder wie heißt das? Oh, Deadpool, awesome! Es ist bescheuert! Warum sollte er das tun? Warum sollte er plötzlich während eines Überfalls kurz mal ein Stück nach vorne fahren, kurz mal ein Stück nach hinten fahren? Das ist Unsinn! Und es passiert nie wieder, dieses viele-Dimensions-beschissene Quatsch. Ist das die neue Variante von Hollywood, Gewalt zu zensieren, damit der Film dann PG-13 haben kann? Und vor allem im weiteren Verlauf des Films siehst du die Leute reihenweise verrecken. Also was für ein Scheiß! Das ist lustig, das ist kultig, das ist awesome, das ist lustig, das ist Deadpool-Style. Nein, das geht mir auf den Sack, diese Scheiße. Was soll das? Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist mit dir denn los? Willst du unbedingt Gewalt sehen? Ja, in dem Actionfilm, in dem böse Buben böse Dinge tun, will ich sehen, was sie tun. Ich will diese Schurken in dem Film, will ich hassen für das, was sie tun. Also will ich auch sehen, wie sie böse Dinge tun. Also echt. Also, naja, gut, okay. Also. Ich frage mich, ob Disney hier schon im Spiel sind. What the fuck, ehrlich. War das schon, ist der schon unter Disney produziert worden, dieser Film hier? Oder haben die das, ich weiß gar nicht, wie das, wann da was gekauft wurde, ich weiß auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der Film von Fox war, habe ich mir das nicht gemerkt. So, egal. Naja, so, und das war's dann auch erstmal mit Action bei den Filmen. Ohne Scheiß! Ich habe gedacht, okay, jetzt, na gut, geht der jetzt weiter, lass dich einfach von der nächsten Action berieseln und dann, boing! Er hat ja jetzt sein letztes Ding gedreht. Er steht ja jetzt nicht mehr in der Schuld des Gangsters. Ist jetzt vorbei mit Action. Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Wartet ab, was ich euch jetzt erzähle, was als nächstes passiert. Dann dürfen wir mit unendlich lang einer komplett belanglosen Love-Story zwischen dem nun aus seiner Schuld entlassenen Baby und einer Diner-Saftschubse ertragen, die so klebrig und öde ist, dass ich dreimal fast eingepennt bin. Ohne Scheiß, ich muss immer so, oh, Scheiße, und dann habe ich was verpasst, und dann mache ich immer
die Zeitdingsbums an und dann weiß ich, okay, ich bin jetzt da, nee, das passt noch in etwa. Und wenn ich dann wieder eingenickt bin, nochmal geguckt, nee, es sind erst 2 Minuten vergangen. Kann sein, dass ich erst in Juli kurz weg war. So weit ist das, hat mich dieser Film gebracht. Zu dem, in dieser Sequenz, in dieser mich überhaupt nicht interessierenden Love Story, die in diesem Film drin ist. Die Chemie zwischen den beiden habe ich zu keiner Sekunde abgekauft. In keinem Moment. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alte heißt. Es gibt kaum Songs mit meinem Namen drin. Doch, es gibt den Song und den Song und den Song. Wir müssen zusammen Auto fahren und Songs hören, die so heißen wie ich. Und du sitzt da so, was hat das mit dem Film zu tun? Was interessiert mich nicht? Macht Story weiter. Was passiert? Worum geht's in dem Film jetzt denn dann jetzt? Er hat doch jetzt, eigentlich ist der Film noch jetzt zu Ende. Er hat seine Schuld doch getan und ja. Aber der beste Film des Jahres, oder einer der besten Filme des Jahres. Ne? Na gut. Die weitere Handlung ist dann, dass der Gangsterboss Babys Dienste trotz allem weiter erzwingt. Ne, das kommt richtig so rüber so. Ja, okay. Was machen wir jetzt für eine Handlung? Also, da muss ja jetzt irgendwas so passieren jetzt, ne? Ja. Auch ich weiß. Der Gangsterboss sagt einfach: Nein, du bist doch nicht aus meiner Pflicht entlassen. Ich brauche dich doch weiter. So. Das machen wir jetzt einfach so. Was für ein Scheiß! Du hast doch wohl nicht geglaubt, dass ich dich aus deinen Diensten entlasse. Und dann droht er ihm noch irgendwie damit, wenn du das nicht tust, weißt du, was das bedeutet. Ne? Also er droht ihn damit, ihn zu töten. Und das ist noch ziemlich wichtig für den Schluss nachher, finde ich. Aber gut, dann merkt euch das mal. Ja? Also er sagt ihm praktisch, er sagt zu Baby, also dieser Ben Kingsley sagt zu Baby, nicht Ben Kingsley, boah, Kevin Spacey sagt zu, die beiden kriegen auch mal durcheinander, vom Namen her. Kevin Spacey sagt zu Baby, falls du mir jetzt nicht gehorchst weiterhin und weiterhin für mich den Fahrer machst, dann weißt du, was das bedeutet, dann lege ich dich um mit all die, die du liebst und bla bla bla. So. Er weiß ja auch, er hat auch irgendwie mitbekommen, dass er da diese Beziehung mit der Alten laufen hat. Das ist auch wahrscheinlich der einzige Grund, warum sie es in den Film eingebaut haben. Deswegen müssen sie aber nicht 3 Stunden lang darauf rumtreten. Das reicht, wenn sie es dann kurz zeigen und gut, dass er sich da irgendwie verliebt hat und sie sich in ihn so ein bisschen eine Minute lang und gut, nein, eine Viertelstunde mindestens, ich weiß nicht, gefühlt eine halbe, aber gut, so. Also gut, ja. Ich hätte das wieder viel lieber so gemacht, dass Baby irgendwas gesehen hat, irgendwie einen Mord beobachtet hat, der im Zusammenhang mit ihm steht und deswegen kann er ihn nicht gehen lassen. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Oder er jagt ihn deswegen oder weiß der Teufel, Alter. Na gut, okay, also. Was habe ich jetzt hier nochmal? Die weitere Handlung ist dann, dass der Gangsterboss Babys Dienste trotz allem weiter erzwingt und bei einem weiteren Ding seine neue Angebetete mehrmals zwischen die Fronten gerät, wobei Baby dann versucht, alles versucht, sie zu schützen. Also die Alte gerät ständig zwischen die Fronten auch noch. Also wird ständig da von diesen. Ja, Jamie Foxx ist ja einer von den Männern von. Ist ja nicht mal, war schon wieder Ben Kingsley gesagt. Kevin Spacey, also von dem Gangsterboss. Ja. Und der bedroht ihn dann. Und das ist noch ein weiterer Typ, weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Ach ja, gut, so, egal. So, jetzt kommen wir zum Spoiler, Leute. Ne? Also, wer es nicht, wenn ich wissen will, wie dieser gute, ich gebe zu, der Film war ja gut, das war ja kein Scheißfilm. Ich will dazu sagen, ich fand den Film nicht scheiße. Ja, aber I don't understand the fucking hype. Gut, okay, also. Spoiler. Im letzten Akt geht das große Ding, das sie jetzt wiederum planen, schief, da Jamie Foxx mal wieder Unschuldige erschießt, was man diesmal auch sieht. Na, guck mal, ist aber komisch. Und Baby nicht mehr mitspielen will, also nicht mehr mitziehen will mit der ganzen Nummer. Er fährt den Fluchtwagen dann so gegen ein anderes Fahrzeug, dass Fox beiläufig durch die Windschutzscheibe aufgespießt wird. Da ist vorne irgendwie so ein, die laden da irgendwas ab, das ist irgendwie so ein Abladefahrzeug und dann ragen da so 2 Gabelstapler-Zinken oder sowas von diesem Fahrzeug herab. Und da fährt er volle Pulle drauf und dann wird Jamie Foxx abgestochen von dem Ding. Und Jamie Foxx ist bis dahin der einzige unter den Schurken, wo du so ein bisschen so gesagt hast, na, mal gucken, wie er den platt macht. Der nervt ja schon ein wenig, nicht wahr? Mit seiner Art so. Und dann hat man schon so, das war so der einzige Schurke, dem ich das Schurkische auch wirklich ein bisschen abgekauft habe, wo so ein bisschen Hass aufkam, ja? Ich meine, fast so viel Hass wie gegen Baby selbst oder gegen seine blöde Schnalle. Natürlich aber nur fast. Und du wartest darauf, dass er richtig geil, dass es zu einem Kampf kommt, spannend, irgendwas. Ja, er fährt einmal kurz nach vorne, tot, aufgespießt, ja. So abgefrühstückt, so raus aus dem Film mit dem. Komplett unemotional. So, what the fuck? Plötzlicher Moment, das war's dann jetzt. Scheiße! Voll scheiße! Wo sind die Filme mit knackigen, geilen, befriedigenden Showdowns geblieben? Oder Showdown, es gibt ja noch andere Gangster in diesem Film, aber, ne? Naja, gut. So.
Weiter, die anderen beiden Komplizen, die hierbei sind, das ist auch ein Pärchen, ja, und die fliehen dann und auch Baby rennt weg. Die Olle wird von den, also von den Pärchen, die fliehen, die Olle, die wird erschossen und Baby bringt seinen Ziehvater, der lebt bei so einem Taubstumm als Ziehvater, nachdem seine Eltern gestorben sind, noch in Sicherheit und will dann mit seiner Schnalle aus dem Diner fliehen, damit sie dann Songs hören können und so, ihr wisst schon, ja. Wenigstens läuft hier eine endlich halbwegs gute Musik. Unter anderem Focus mit Hocus Pocus oder Golden Earring mit Radar Love. Und wo ich ja wirklich sage, oh, endlich ist die Songauswahl angenehm. Warum kann man das denn nicht in ganzen Filmen machen und da auch angenehmere Songs raussuchen? Warum muss da Broadway-Scheiße laufen? Naja, gut. Im Diner trifft er den zweiten Komplizen, den letzten, wenn man so will, von den Komplizen, der übrig ist. Den trifft er da wieder und der will Rache, da er Baby die Schuld am Tod seiner Eulen gibt, die da von Cops erschossen wird und nicht von Baby. Warum hat Baby da jetzt Schuld dran? Na egal. Na ja gut, weil er ja da nach vorne gefahren ist und dann das Ganze, die Flucht während hat. Ja, der mit denen fliehen können, aber gut. Baby und seine Schnalle können ihm entkommen und am Ende gibt es ein Finale im Parkhaus. Der Gangsterboss von Kevin Spacey gespielt, wir erinnern uns. Hat Baby gesagt, wenn du nicht mitziehst, ich werde dich umbringen. Also er hat gesagt, hat ihm mit dem Tod gedroht, ja. So. Der Gangsterboss will Baby am Ende noch helfen, weil Baby ihn auch um Hilfe bittet. Und dann wird er von den letzten Komplizen überfahren, der Gangsterboss. Baby, der Held des Filmes, tötet nicht den Schurken des Filmes, den Gangsterboss. Nicht. Im Gegenteil, er lässt sich von ihm noch den Arsch retten. Ich sagte schon, wo sind die brauchbaren Showdown in den Filmen geblieben? Also, der überfährt ihn dann, diese letzte Komplize, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ist ja auch scheißegal. Und nach einem kleinen Autoduell schießt der Komplize rechts und links neben Babys Ohren, um sein Gehör damit völlig zu zerstören. Danach kann Baby ihn aber anschießen und dann spektakulär, weil er ja jetzt angeschossen ist, toggelt er kurz nach hinten, stürzt dann um nach hinten weg und fällt dabei aus dem Parkhaus raus. Also auch hier so ein Showdown durch Glück oder so. Baby tötet ihn nicht wirklich bewusst. Er schießt ihn nur an, weil er ist ja lieb. Er ist sogar so lieb, dass er dir in die, dass er dir ins Blickfeld fährt, damit du die böse, böse Gewalt nicht sehen musst. Ja, spektakulär. Die letzte Sequenz zeigt Baby und die Olle im Auto am nächsten Tag. Sein Gehör ist immer noch schlecht, aber schon wieder etwas besser. Und sie geraten in eine Polizeiblockade und Baby lässt sich dann verhaften. Er fährt einige Jahre ein, seine Ohren werden dort behandelt. Dann kommt er raus und wird von seiner Eulen abgeholt, die nun weiß, dass er eigentlich Miles heißt. Also ich habe es mir doch hingeschrieben und das ist schon zu Ende. Also er wird noch, es wird am Anfang, am Anfang, da gibt es die Gerichtsverhandlung und da wird er auf so und so viele Jahre verknackt. Mit Aussicht auf Bewährung oder irgendwie so ein Spruch fällt da noch. Und deswegen kommt er, wo ich weiß nicht, es wird nicht eingeblendet, wie lange er jetzt im Knast war. Aber vermutlich 2, 3 Jahre und dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja. So. Ja. Um den Film kurz zu beschreiben, ja, vergleichen wir ihn mal mit einem ähnlichen Film über einen Flottwagenfahrer, Transporter. Transporter, ups, bam, yeah, awesome, Baby, Plätscher, 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 gut, also, kurzes Fazit habe ich mir dann geschrieben. Der Film hat trotz ordentlicher Action-Szenen, die sind durchaus wirklich, sämtliche Action-Szenen sind sehr gut gefilmt, keine Frage, ja. Also der Film hat trotz ordentlicher Action-Szenen leider viel, viel zu lange, viele langatmige Sequenzen, wie überflüssige Dialoge im möchtegern Tarantino-Stil, kommt auch noch dazu, oder die für mich arg nervige Kitschlaf-Story. An sich kein Schrottfilm, ein guter Film, aber dem Hype nicht gerecht. Also ich habe auch sogar im B-Movie-Bereich viel spannendere, besser gemachte Filme gesehen mit viel mehr Rums, mit mehr Eier vor allem auch. Ja? Ich verstehe es nicht, aber gut. So, aber der Film war gut, keine Frage. Es ist ein guter Actionfilm, das kann man schon sagen. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ja. Okay. Vorweg, der Film gefiel mir gut. Das ist ähnlich wie mit Baby. Aber er war völlig anders, als was ich erwartet habe.
Aber im Nachhinein, so ein Film wirkt dann ja, wenn man am nächsten Tag dann so wieder aufwacht und ein bisschen gepennt hat und so und dann nochmal so darüber nachdenkt, das Ganze so ein bisschen sacken hat lassen. Ja, dann fand ich ihn dann doch ganz gut. Und zwar geht es um, das heißt gut, ha, ich lese es ja gleich vor, dann werdet ihr ihn hören. Es geht um Leatherface. So, jetzt ist das der neue Leatherface. Es gab nämlich schon mal Leatherface. Texas Chainsaw Massacre 3 hat auch den Titel Leatherface. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein wenig irritierend, wenn er auf der Börse Filme kauft. Dann könnte er vielleicht den falschen mitnehmen. So, also, gut. Ich lese mal vor. Und der erste Satz beinhaltet schon das, weshalb ich von dem Film eigentlich enttäuscht war. Denn der Regisseur von Inside darf nun also den neuesten Teil zum Franchise Texas Chainsaw Massacre abliefern. Der fucking Regisseur von fucking Inside, ja? Und ich habe gedacht, okay, der Regisseur von Inside lässt Leatherface mit einer Kettensäge schwingen und da rumfetzen. Wow, das wird awesome. Nicht? Denn genau das bekommen wir. Was der Filmtitel implementiert, bekommt der Zuschauer nicht geboten. Unglaublich, aber wahr. Es ist, naja, gut. Vorweg. Deswegen habe ich auch gleich geschrieben hier. Vorweg, wer auf den Kettensägen schwingenden, grobschlächtigen Irren in voller Aktion hofft, wird auf ganzer Linie enttäuscht. Es ist nämlich mal wieder Prequel-Zeit. Oder eher Prä-Prequel, denn The Beginning hatten wir ja schon. Nicht wahr? Oder ist er jetzt gelöscht? Ist das wieder so ein, wir ignorieren den Prequel, wir machen unser eigenes Prequel, denn ein Prequel doof. Oder was soll das? Naja, gut, okay, also, oder wir beginnen das jetzt auf zwei verschiedene Zeitlinien im Texas Chainsaw Massacre Universum, ich weiß es nicht. Diesmal geht es darum, dass Leatherface schon als kleines Göhr von einem rachsüchtigen Cop in eine Anstalt verfrachtet wird. Der Besitzer dieser Anstalt nimmt seine Insassen die Namen weg und vernichtet alles, was ihre Identität ausweist. Als dann einige der Verrückten 10 Jahre später mit einer Krankenschwester oder einer Schwester aus dieser Anstalt da als Geisel fliehen, beginnt der Ärger, denn auch der Cop von damals heftet sich an ihre Fersen. Und man weiß mir jetzt nicht von diesen 10 Geflohenen, wer von denen ist jetzt Leatherface. So, jetzt kommt es zum Spoiler. Die Kohle. Geht los. Es gibt erstmal ein Ratespiel. Wer unter den gewaltbereiten Teens ist nun Leatherface? Einer von ihnen ist sehr dick, stark und hat lange Locken. Es dürfte klar sein, dass das so einfach wäre. Und mein Vater hat den Film auch gesehen und wir haben am nächsten Tag darüber gesprochen. Also das passiert tatsächlich mal so, dass ich losgehe mit dem Filmausleihe und am gleichen Abend mein Vater auch da war und auch ein Exemplar ausgeliehen hat. Und so war es an diesem Abend. Das passiert sogar erschreckend oft. Deswegen machen wir das mit der Absprache mittlerweile ja schon so. Weil es ja doppelt ausgegebenes Geld jetzt in dem Fall war. Ne? Das ist schon lange nicht mehr passiert, aber bei Leatherface war es so. Naja, so. Geil finde ich übrigens, dass sie bei uns tatsächlich diese mit dem Schwarzen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt gibt es schon einen, das müsste man hier in der Abbildung auch, glaube ich, sehen, einen schwarzen Spio-JK-Flatschen vorne drauf. Habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen. Das ist meistens ja hinten so ein kleiner Streifen hinten drauf, ne? Jetzt gibt es einen schwarzen Flatschen! Ja! Toll! Na gut, okay, also. Und mein Vater hat halt gesagt, also ich habe die ganze Zeit auf den Falschen getippt. Ich sag, du hast doch wohl nicht etwa auf den Dicken mit den Locken da. Doch, wieso? Der sah doch schon so aus. Ich sag, das ist doch offensichtlich, Papa. Das soll dich doch in die Irre führen. Du bist voll den Leuten auf den Leim gegangen. Das ist ja wirklich mal, oh, mal ohne Scheiß. Naja, gut, okay, also gut. Am Ende ist es, wie längst vorhergesehen, ich habe es wirklich jetzt halt schon. Ich habe die ganze Zeit schon am Anfang gedacht, das ist bestimmt der immer so am Rande, am meisten am Rande ist und am meisten nee und der weichste von allen. Das ist bestimmt eine helle Referenz. Genau so ist es dann auch. Na gut, also. Am Ende ist es, wie längst vorhergesehen, der vernünftigste von allen. Zudem auch die Schwester einen kleinen Draht aufbauen kann. So. Oder aufbauen hat können. Am Ende darf er dann endlich zur Säge greifen und der Gefangene und den gefangenen Cop killen. Das ist auch die heftigste Szene des Films, wie er diesen Cop da ne, mit der Kettensäge plättet. Und auch die fliehende Krankenschwester erfährt natürlich keine Gnade. Entstellt durch eine Wunde im Gesicht, die ihm der Cop zuvor zufügte, setzt er sich am Schluss die Haut eines Opfers, ich glaube von der Krankenschwester ist es, weiß ich nicht, auf.
Also ne, macht er ja, also er trägt ja immer die Haut seiner Opfer. Es ist ja an Ed Gein angelehnt, diese Figur. Ja, joa. Ja, das war's mit dem Spoiler. Gut, ja, so, gut. Handwerklich ordentlich gemacht, mit einigen derben Gewalteinlagen und guten Darstellern kann der Film unterhalten, auch wenn er kein klassischer Slasher ist, was ich mir erhofft habe. Ich habe echt da wieder einen richtig knackigen Slasher mir erhofft, so richtig so, ja. Ja, na gut. Statt einen Killer auf eine Gruppe Opfer zu hetzen, erinnert das Ganze hier eher an Rob Zombies. Rejects, Devil's Rejects oder wie hieß der? Oder ähnliches. Nur nicht ganz so abgedreht. Sondern eher mit Kids oder so. Ja, keine Ahnung. Besser als der letzte Chainsaw-Aufguss war der Streifen auf jeden Fall. Leatherface, ich erinnere mich kaum noch. Ich weiß nur, Leatherface war am Ende der Held. Und dann dachte ich so, what the fuck, was? Wollt ihr mich verarschen? Oder wie war denn das nochmal? Gab es nicht sogar zwei Leatherfaces und der eine kämpft gegen den anderen mit einem Kettensägen-Duell? Oder irgend so ein Quatsch? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich erinnere mich an den Film nicht. Weil ich da wirklich gegessen habe, so, oh Leute, hört auf damit, macht keine Filme mehr zu diesem Franchise. Ja, und was kommt? Naja. Aber er war filmisch nicht schlecht. Das war kein Mist, ja. Aber naja. Es war auch kein Leatherface-Film. Also kein Texas Chainsaw-Film. Nicht so wirklich, finde ich. Na gut. Dass die Regisseure dann immer so meinen, so, ah, ich muss andere Wege gehen, ich muss mal was anderes experimentell ausprobieren, ne? Und dann mal dem Franchise eine neue Nuance zufügen. Nein! Nein! Bei einem derart gelagerten Franchise hast du Fanservice zu bieten. Ne? Ich möchte jetzt schon wieder anfangen, darüber zu diskutieren, wie man in gewissen Filmen die Gesetzmäßigkeiten der Macht auf den Kopf gestellt hat. Aber da fange ich jetzt nicht wieder von an. So. Kommen wir zum nächsten Film. Manchmal gibt es Filme, okay, ich habe es hier gewusst. Ich muss gestehen, ich habe es gewusst, ja. Ich habe den Film aber lange, lange, lange gemieden, einfach weil ich derzeit mit dem Genre nicht mit, ja, mit der Materie, wie sagt man denn dazu, mit dieser Art Filme nicht so viel gucke, nicht so viel Bock drauf habe. Und zwar geht es tatsächlich entgegen dem, was ich noch im letzten Video sagte, um asiatisches Kino. Ich gucke gerne asiatisches Kino. Und aktuell aber eher so, naja, so diese geilen Martial Arts Filme aus Asien. Da stehe ich derzeit total drauf. Hier The Raid, alles von Jackie Chan über Donnie Yen bis Jet Li, der mir ja kaum noch in dem Bereich was macht. Und so. Ja, sowas geht bei mir immer. Aber dieses typisch abgedrehte asiatische Kino, das liebe ich eigentlich auch sehr. Wo du Filme zu sehen bekommst, wo du sagst, das geht nur in Japan und China und Co. Das wirst du niemals aus Hollywood kommen sehen, so ein Film. Und so ist es auch in dem Film, um den es jetzt geht, von dem Regisseur, bei dem ich auch weiß und genau sowas auch eigentlich erwarte. Mit Abstrichen, denn ich habe. Naja, ich erzähle einfach mal. Es geht um Yakuza Apocalypse. Er wurde mir auch schon mehrmals auf meinem Kanal von Leuten in den Kommentaren und auch von anderen YouTubern, glaube ich, sogar schon empfohlen. Guck dir mal. Und, ne, und ich habe auch den Trailer schon vor Ewigkeiten gesehen und da hab ich auch schon, als ich den Trailer sah, dachte ich nur, what the fuck? Das ist ja wieder einer von den richtig bekloppten Takashi Miike-Filmen. Und so ist es auch. Leider. Das ist leider. Ich lese mal vor. Schon mal einen nahezu unsterblichen Yakuza-Vampir gegen einen Froschmenschen Martial Arts kämpfen sehen? Takashi Miikes neuester verfilmter Drogentrip macht es möglich. Dabei ist das Endergebnis leider weitaus weniger episch bekloppt, als der Trailer vermuten lässt. Es geht um den jungen Kageyama, ich glaube, so hieß er, der als junger Yakuza-Rookie mit ansehen muss, wie sein Vampir-Boss von einem Vampirjäger enthauptet wird, und zwar mit bloßen Händen. Er selbst wird auch schwer verletzt, rappelt sich aber wieder auf und sammelt den Kopf seines Chefs vom Boden auf. Dieser Kopf, erwacht dann und beißt Kageyama. Und so gehen seine Vampirkräfte nun auf ihn über, auf diesen Jungen.
Er selbst beißt dann weitere Leute, ohne sie zu töten, was bald den ganzen Clan, aber auch normale Zivilisten zu Vampiren macht. Und diese Vampire, solche breiten sich dann aus. Ja? Doch das ist das geringste Problem. Denn schon bald erfüllt sich die Prophezeiung, berichtet von einem Typen mit Schnabel- und Schildkrötenpanzer auf dem Rücken, dass ein Weltenzerstörer erscheinen und den Untergang der Menschheit mit sich bringen wird. In einem Plüschfroschkostüm. Den Rest des Filmes werde ich dann jetzt mal spoilern. Wie gesagt, only in Asia, ne? Also im Finale taucht eben jene erwähnte Gestalt auf, macht wie er mal, also dieser Froschtyp in seinem Froschplüschkostüm da, taucht auf, macht via Martial Arts etliche Leute platt, wird dann im Kampf gegen unseren Helden demaskiert von Kageyama und nach einem weiteren Kampf wird er Power Ranger-Style so groß wie Godzilla. Also Kageyama, also erstmal hat er ja dieses Plüschkostüm an. Das zieht er sich während des Kampfes dann aus und dann siehst du ihn so mit freiem Oberkörper stehen. Der hat Froschhände und einen Froschkopf immer noch. Und dann geht der Kampf weiter und Kageyama reißt ihn dann beim Bauchnabel, ist so ein Pflaster drauf, das reißt er ihm ab. Und daraufhin wird er dann zu einem riesengroßen Godzilla-Froschmensch. Dann aber wieder im Plüschkostüm und mit Krone auf. So, gut, ja, ne? Und fängt dann halt eben an, alles kaputt zu kloppen. Nein, keine Gebäude, wie schön in Godzilla, nö, nur irgendwelche Felsen oder so. Wirft dann mit so ein paar Felsen um sich. Alles andere wäre wahrscheinlich budgetmäßig zu teuer gewesen, keine Ahnung. Während dieser Froschgott also mit der Zerstörung beginnt, trifft Kageyama auf den Vampirjäger, an dem er sich rächen will. Also an dem er den Tod seines Chefs rächen will. Der epische Kampf beginnt. Und du denkst so, okay. Ne? Jetzt wird das endlich mal hier, das geht zur Sache. Endlich kommt jetzt was Episches. Und da kommt dieser Kampf zwischen den beiden. Und ich habe hier echt gesessen und habe gesagt: Ach, Tommy, du hast vergessen, du guckst einen Takashi Miike-Film, Alter. Was hast du jetzt erwartet? Die stehen sich beide gegenüber, holen mit der Faust jeweils aus und dann schreien beide: Aah! Und BAM! Hauen sich gleichzeitig aufs Maul. Also, ja, der eine dem anderen ins Gesicht und der andere zeigt. Synchron, bam, ja. Das Ganze passiert 7 Mal. Immer dasselbe. Es gibt vorher einen Kampf zwischen diesen beiden, der offen ausgeht, wo sich einer einmischt. Da kämpfen die auch schon. Und da erwachen in Kageyama auch diese Kräfte und dann haut er zurück und dann geht Martial Arts mäßig was ab und dann wird dieser Kampf ja unterbrochen und du wartest also auf dieses Rematch und dann kommt dieses Rematch. What the fuck? Warum? Was? Ich wollte jetzt einen schönen Showdown sehen und nicht diesen Quatsch. Naja, den 7. Schlag übersteht er jedenfalls nicht, dieser komische Vampirjäger-Typ. Und du weißt jetzt auch nicht, ist er jetzt nur K.O. oder tot, und was ist ja auch egal. Denn in der nächsten Szene bekommt Kageyama ganz lange Vampirzähne und irgendwie Fledermausflügel wachsen ihm an den Armen. Und dann sieht das plötzlich dieser Froschgott, guckt so runter und Kageyama fliegt hoch und bam, Ende. Manchmal ist Takashi Miike ein ganz schönes Arschloch. Naja. So. Ich weiß nicht, hat einer von euch die Info, kommt da noch ein zweiter Teil und wird er direkt anschließen oder sitzt da draußen irgendwo Takashi Miike und lacht jetzt über jeden, der diesen Film ausgeliehen hat und angeschaut hat. Ich weiß es nicht genau. Was ein bekloppter Kram, den Miike da mal wieder auf die Welt loslässt. Irgendwo zwischen dem Trash-Faktor von Zebraman und dem What the Fuck Ende von Dead or Alive angesiedelt, krankt der Film leider an einigen unnötigen Längen und einem zu offenen Ende, abgesehen von dem teilweise auch etwas dämlichen Humor hier und da, ja. Da fragt man sich, wann Miike zu Stärken der Marke Ichi oder Fudo zurückkehren wird. Dennoch für Fans von Miike ein klasse bekloppter Trip, das ist mal klar. Und wenn ich den Film irgendwo ganz günstig mal sehe, kommt er in meine Mieke-Sammlung, ganz klar. Ich kaufe mir alles, was von Mieke eigentlich. Ich habe sogar den Film The Happiness of the Katakuris. Wer den Film kennt, ja, der versteht. So. Den habe ich. Habe ich mir tatsächlich gekauft, als er beim Teddy lag. Ich kannte ihn vorher schon und habe gedacht, what the fuck.
Aber als er beim Teddy lag, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe gedacht, okay, das gehört in die Sammlung mit rein. Also ich habe tatsächlich eine Takashi Miike-Sammlung. Die ist nicht sehr groß, aber ich glaube, so die besten Filme, die habe ich schon. Obwohl ich auch lange nicht alle kenne. Die ganzen neueren, da sind viele bei, die ich überhaupt nicht kenne. Aber ich mag Takashi tatsächlich, also Takashi Miikes Filme dann doch lieber, wenn sie ernster sind und durchgedreht. Aber an sich ernster, wie bei Ichi oder bei Izo habe ich auch da. Ja, so die Richtung. Das ist mir dann ein bisschen lieber. Das ist auch durchgeknallt und abgefahren, aber es ist immer noch ein ernster Ton da irgendwo, ja. Oder wenn es abgefahren ist, dann sollte es so episch sein wie bei Zebraman. Und ich finde es auch schade, dass es den zweiten Teil von Zebraman bis heute nicht in Deutsch gibt. Finde ich echt schade. Würde ich zu gerne sehen. So, egal. Also, war aber trotzdem, wie gesagt, abgefahren. Aber seid gewarnt, wenn ihr euch diese Filme holt. Richtet euch auf einen völligen Trip ein, kann ich nicht anders sagen. Allerdings leider nicht schön rasant, sondern auf über 2 Stunden, glaube ich, ging der gestreckt. Und das ist einfach zu lang. Da hätte man ein 80-Minuten-Ding rausmachen sollen, das ein hohes Erzähltempo hat. Dann hätte es vielleicht besser funktioniert. Wenn der Film dich überrollt, dann kommt das, glaube ich, besser. So, gut. Kommen wir zum nächsten Film. Aber erst einmal ein Schluck Benetzung für meine Stimmbänder. Der nächste Film war gut und irgendwie auch nicht, aber im Endeffekt, wenn ich das alles so zusammenzähle, war der doch so gut, dass ich ihn haben will. Ja? Gut. Es geht um Hard Target 2. Ja, Harte Ziele ist einer meiner Lieblings-Action-Filme. Also mit Van Damme ist es einer meiner absoluten Lieblinge unter den ganzen Van Damme-Filmen. Das liegt aber auch daran, dass ich ein großer John Woo-Fan bin. Also diese ganze Machart von John Woo und so. Ja, es ist ja nun der zweite Teil und der Regisseur hat sich bemüht, da anzuknüpfen an den Stil von John Woo. Teilweise in einigen Szenen, was man da noch sieht. Da komme ich dann immer noch zu. Ich lese mal vor. Die Fortsetzung des John Woo, und es ist tatsächlich eine Fortsetzung, es ist nicht so, es ist irgendein random Action-Film, wir schreiben Harte Ziele 2 drauf. Nein, es ist wirklich die Fortsetzung. Also Fortsetzung, es ist das Gleiche, passiert da wie, es gibt keine Charaktere aus dem ersten Teil, die jetzt hier wiederkehren. Aber die Idee des Filmes ist dieselbe, ja. So, also, die Fortsetzung des John Woo Retro-Action-Schießfestes Harte Ziele mit Van Damme kommt diesmal vom Regisseur, der schon so manche Fortsetzungen umgesetzt hat. Wie zum Beispiel The Marine 2, Man with the Iron Fist 2 oder 12 Runden 2 und so weiter. Ich glaube auch eine von den Stalker-Copy-King-Fortsetzungen und so. Er hat auch die beiden Dead in Tombstone-Filme gemacht, die ich beide nicht kenne mit Danny Trio, weil ich gehört habe, die sollen nicht so doll sein, aber weiß ich nicht, ich kenne die nicht. So. Der Streifen sollte also etwas zu bieten haben, um aus der Masse ein A-B-Filmchen hervorzustechen. Und hier ist der Name eines Mannes Programm, Scott Adkins. Also, ohne ihn wäre der Streifen nichts als ein aufgesetztes Actionfilmchen, zusammengeklaut aus Surviving the Game, wer den kennt. Ja, und dem Original, also dem ersten Teil, Harte Ziele halt, ja. Das Setting spielt diesmal im Dschungel, was einige schöne Aufnahmen mit sich bringt. Also die Dschungelaufnahmen sind teilweise echt, die von den Kulissen und so, das ist schon gut, kann man schon sagen, ja. Scott Adkins spielt einen Fighter, der im Ring einen ehemaligen Freund tötet und seither unter Schuldgefühlen leidet. Auch finanziell steht er alles andere als gut da, also tritt ein dubioser Kerl an ihn heran und bietet ihm den einen großen letzten Kampf, der ihn reich machen soll. Mach diesen einen Kampf noch, dann hast du ausgedient. Und dann lädt er ihn ein, kommt da und dahin und dann machen wir diesen Kampf da irgendwo im Dschungel illegal. Ne? So. Im Irrglauben, es sei ein Ringkampf, geht unser Held darauf ein und wird schon bald seinen Jägern im Urwald vorgestellt. Die Jagd beginnt also. So, das ist wieder, bevor ich den Hut aussetze, wer den Film Surviving the Game kennt, das ist ja auch so. Ice-T ist ein Typ, ein Obdachloser und wird von jemandem angesprochen. Ich habe einen Job für dich, komm da und dahin. Ne? Dann sage ich dir, was zu tun ist. Er geht dahin, wird dann ein paar Leuten vorgestellt und dann wird ihm hinterher gesagt, so, und diese Menschen, die ich dir jetzt vorgestellt habe, die jagen dich jetzt und wollen dich töten. Und du hast jetzt eine Zeit lang Vorsprung. Und wenn du es schaffst, in die Stadt zurück, kriegst du viel, viel Geld. Und Scott Adkins bekommt so ein Band oder was mit so Rubine drin.
Ja, und wenn er es schafft bis zur Grenze, darf er die Rubine behalten. Spoiler-Alarm! Atkins macht natürlich genau das, was er am besten kann. Viel kämpfen, was das Zeug hält. Und die reichliche Action rettet den plotlosen Streifen auch für Fans von ordentlichen Kloppern. Denn die Choreografie und mancher Stunt sind wirklich vom Feinsten und stets optisch gut eingefangen. Es ist nicht verwackelt und nichts, alles gut verfolgbar. Die Action in dem Film ist wirklich gut, kann ich nicht anders sagen. So. Am Ende kommt es zum Showdown auf einer Brücke mitsamt einer Gefährtin, die Atkins ab einer bestimmten Stelle durch den Dschungel begleitet. Das ist so eine Olle mit bei, die er da irgendwie, die ihn dann halt begleitet, wie gesagt. Der Oberschurke bekommt ordentlich aufs Maul, bevor er sich danach in Sicherheit wähnt, als eine Gruppe Soldaten auf die Brücke marschiert, von denen er glaubt, sie seien auf seiner Seite. Doch die Freundin unseres Helden klärt die Sache, indem sie dem Anführer der Soldaten sagt, dass die Rubine, um die es bei der ganzen Hatz ging, in Sicherheit seien. Und sie übergibt denen auch die Rubine. Also hat dieser Schweinehund die Rubine irgendwie wohl dem Staat oder dem Land oder dem Militär geklaut oder was? Und das wollen die jetzt wieder haben oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Wird gar nicht genauer erklärt, deswegen ist es ein bisschen, aha, okay. So, ja. Also entreißt unser Schurke einem Soldaten eine Waffe, um Atkins zu erschießen. Dieser ist aber schneller, schießt zuerst und den Rest erledigen die Soldaten, die den Mistkerl im Kugelhagel zur Hölle schicken. Aber die erste Kugel, die ihn trifft, kommt aus Scott Atkins Pistole. Ganz am Schluss übergibt Atkins neue Freundin ihm einige Rubine, die sie dem Militärs vorenthalten hat. Damit er auch ein bisschen was von der ganzen Sache hat, ne? Er hat nämlich so einen Traum, er will sich irgendwie ein Haus kaufen, blablabla. Dann sagt sie halt eben, hier, hol dir was du brauchst. Und setz dich ab, finde deinen Frieden. So, ja, das ist dann das Ende. Gut. So. Erstmal möchte ich ein bisschen auf die Charaktere eingehen, ja? Auch hier ist es ähnlich wie bei Baby Driver, dass die Schurken mir nicht böse genug waren. Wie geil war Lance Henriksen als Gegenspieler im Original, im ersten Teil, ja? Und hier war das irgendwie alles so und teilweise sehr aufgesetzt. Aber es ist eine Olle dabei, so eine Kampflesbe oder was, die so dermaßen over the top nervig, ich bin ja hier die unbesiegbare Megaböse, ist, dass es einfach nur... Oh, und dann kloppen die beiden sich kurz und er überliegt dann auch natürlich, aber er tötet sie nicht, er geht dann einfach weg, nachdem er sie dann da irgendwie K.O. gehauen hat halbwegs. Und dann kommt sie auch wieder hoch, aber er ist schon weg und ja, nur damit dann nachher dann die weibliche Figur, die dann noch mitmacht, dann gegen sie kämpfen kann und dann wird sie von der dann erledigt. Allerdings in einem ziemlich spektakulären Stunt, muss ich sagen, also und auch ziemlich hart, ja. Also es ist schon cool, aber der Charakter ist so, aber das mag ich ja eigentlich. Und das ist der Punkt, warum mir der Film im Nachhinein gefallen hat. Denn er ist genau das, was man sehen will, wenn man so einen No-Brainer-Action-Quatsch sehen will. So ein Over-the-Top-Bullshit-Movie, wo du drüber lachen kannst, wo du Spaß haben kannst, Bier trinken kannst und einfach Scott sehen kannst, wie Scott Atkins und Co. die bösen Buben richtig geil verhauen, ja. Dafür, da funktioniert der Film super. Die ordentliche Action ist, das sollte man wissen, aber wie gesagt, oh, total over the top. Viele Zeitlupenaufnahmen sind hier drin. Ich hatte ja gesagt, er versucht halt eben an John Woo anzuknüpfen. Da sieht man dann einen Scott Atkins mit Pfeil und Bogen in Zeitlupe seitlich springen und schießen, ne? Zum Beispiel. In der Brückenszene im Showdown, wo er dann ganz episch auf den Schurken zugeht, fliegen plötzlich random weiße Tauben vorbei. John Woo! Warum? Es ist ja Dschungel. Gibt's da weiße Tauben? Ich weiß es nicht genau. Naja, in einem an John Woo angelehnten Film schon. Da muss ich echt lachen. Und das ist das, was ich meine. Es ist dann wieder so scheiße, dass es gut ist. Versteht ihr, was ich meine? Dieser Cheese-Faktor, den liebe ich ja bei solchen Filmen dann teilweise. Ich muss ja eben schnauben. Ja, ihr wisst ja, neuer Trend, ne? Kein Slate-Video ohne Schnauben. Jedenfalls nicht in der Winterzeit. Oder jedenfalls nicht in der Zeit, bevor Slay nicht endlich beim HNO war. HNO-Arzt, meine ich. So. Gut, also. Nochmal, viele Zeitlupenaufnahmen, große Explosionen, da gibt es eine Szene mit einem Minenfeld, ne? Und einige Verfolgungsjagden lockern die Fights zudem gut auf. Also es gibt nicht nur Kloppe, es ist auch durchaus normale andere Action drin, ja. Allerdings sind die Shootouts, die Schießereien in dem Film, teils mehr als unrealistisch, denn die Schurken schießen noch schlechter als jeder Stormtrooper aus Star Wars, ja. Also die treffen wirklich niemals. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich meine, es kann aber sein, dass ein Streifschuss oder dass aber einer angeschossen wird, okay. Und dann kämpft er trotzdem tough weiter. Aber nicht mal das passiert. So.
Ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer No-Brainer, der Film, mit einem Scott Adkins, der gut in Form ist und da ordentlich auf die Kacke haut, ganz einfach. Also ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir definitiv in die Sammlung stellen werde bei Zeiten, ja. Weil es einfach Spaß macht, den Film zu gucken. Aber schaltet alles in puncto Charaktere oder Anspruch einfach aus. Dann funktioniert das Ganze. Aber dann habt ihr auch viel Spaß. Das kann man auch dazu sagen. So Leute, und jetzt wird's dann ernst. Ab hier wird's awesome. Ja, hier awesomeness Level auf Maximum. Ohne Scheiß. Heilige Kacke. Haben mich die folgenden Filme überrascht im Nachhinein. Wobei ich vom zweiten, um den es jetzt als übernächstes geht, sind da jetzt nur noch vier, ne? Ja. Die beiden, die ich bei meinem Vater geschaut habe, kommen ganz zum Schluss. Habe ich eben gerade eben erst aufgeschrieben, die sind ganz unten. Und die beiden, um die es jetzt geht, überhaupt den als nächstes. Aber jetzt nicht der, um den es jetzt geht, sondern danach, da war ich erst enttäuscht und im Nachhinein hat der nachgewirkt und dann, okay. Aber da komme ich dann noch zu. Erstmal zum nächsten Film. Diesen Film wollte ich eigentlich gar nicht sehen, weil es ein Western ist. Gut besetzt. Ja, also guter Cast, aber Western halt. So, ich verfolge ja viele YouTube-Kanäle, auch ausländische. Und da gibt es einen übrigens extrem geilen YouTube-Kanal über Filme. Und wer Englisch kann, ja, der geht jetzt her und abonniert diesen Kanal. Pflichtaufgabe von eurem Slane, ja. Abonniert den Fat Samurai Guy. Fat mit PH geschrieben. PHAT. Der Typ rockt. Wie scheiße. Ja, und er hat auch mit dem, was er so sagt, meistens recht. Also liegt auch da ziemlich auf meiner. Ach, hatte der nicht auch Harte Ziele 2 auch mal reviewt? Ich habe die Videos von ihm alle noch, also großteilig geguckt. Ich arbeite mich da so immer abends so durch seine Diskografie, hätte man da gesagt. Durch seine Bibliothek oder Videothek oder wie sagt man, durch die ganzen Videos. Ich will es aber auch nicht übertreiben. Ich teile mir das gerne ein, da habe ich mehr davon. Viele Videos von ihm habe ich noch nicht gesehen. Teilweise macht er die auch mit seiner Frau, Freundin, weiß ich nicht. Und die hat auch eine ganz gute Meinung zu den Dingen. Teilweise ist es witzig, es ist echt gut und unterhaltsam, dem zuzusehen. Und die haben den Film, um den es jetzt geht, auch reviewt. Ich dachte so, guck dir das mal an, der steht doch hier bei uns. Was sagen sie denn zu dem Film, die beiden? Und nach diesem Review habe ich mir den auch dann daraufhin auch ausgewirkt. Hä, was ist denn, was passiert denn da? Okay, mein Englisch ist das auch nicht so gut, deswegen habe ich auch nicht alles verstanden, was sie da so gesagt haben. Aber 90% verstehe ich dann ja schon. Ach, guck sie dir einfach mal an. Und heilige Scheiße, alter Falter. Alter, das habe ich nicht kommen sehen. Es geht um den Film Bone Tomahawk. So, ich lese mal vor, was ich hier geschrieben habe. Bei diesem an sich typisch langatmigen Western lohnt es sich, am Ball zu bleiben. Also ich habe echt, der Film geht, glaube ich, auch 2 Stunden oder länger, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ach, ich habe lange gedacht, ach du Scheiße, dann hast du jetzt auf die gehört da und die scheinen ja irgendwie Oldschool-Western-Fans zu sein. Und genau der Grund, warum ich den Film eigentlich nicht ausleihen wollte, nicht eigentlich gucken wollte, genau das war Phasen den ganzen Film über. So ein langweiliger, langatmiger, gut gespielt, ja, gut besetzt, aber es passiert nichts, so ein Standard-Western. Und dann, aber da komme ich jetzt so. Es geht um ein kleines Kaff, in dem ein Gauner seine Beute vergräbt und dabei vom Sheriff, gespielt von Kurt Russell, erwischt wird. In einer Bar nimmt er den Gauner fest, was ein folgenschwerer Fehler ist. Denn die Einleitungssequenz des Filmes mit Sid Haig als einer der Gauner zeigt, wie die da irgendwie da durch die Gegend laufen und dann von so ein paar Wilden angegriffen werden oder Indianern oder irgendwas angegriffen werden, die beiden. Ja, und dadurch sterben. Indianer waren ja schon ziemlich gefährlich, ne? Und vorher gehen sie da über so einen komischen Friedhof, der aussieht wie der Indianerfriedhof aus Friedhof der Kuscheltiere. Ohne Scheiß. Ich würde gerne mal einen Bildvergleich machen, ob das nicht sogar der gleiche sein soll. Ob das so eine Hommage daran ist, vielleicht. Wenn man den Film gesehen hat, kann man das ja vielleicht sagen. Dieser Friedhof oder diese Weihungsstätte da in Bone Tomahawk. Ich fand, die sieht fast genauso aus wie da, wo sie den Jungen begraben in Friedhof der Kuscheltiere. So, gut. Über Nacht, es geht jetzt weiter so, ne? Ich nehme diesen Gauner dann fest, der seine Beute vergraben hat. Über Nacht wird der Gauner samt einer jungen Ärztin und dem Hilfs-Sheriff von Unbekannten gekidnappt. Diesen Unbekannten scheint die Beute des Gauners zu gehören. Der hat nämlich diese Grabstätte geschändet oder was mitgenommen von.
Der Sheriff, ein alter stellvertretender Hilfs-Sheriff, so ein älterer Opa, der stellvertretende Hilfs-Sheriff, wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Ein Veteran, der schon viele Indianer getötet hat. Und Arthur, der Mann der Ärztin, der Ehemann von der Ärztin ist das, ja, machen sich nun auf, die Gefangenen zu befreien. Und Arthur, der Mann von dieser Ärztin, der hat irgendwann mal sich irgendwie das Bein verletzt. Und da sieht man am Anfang, wo die beiden noch so zusammen eingeführt werden in den Film, sieht man auch, wie sie ihn da verarztet, sein Bein verarztet und so. Und trotzdem will er mit, er will seine Frau retten. Und trotz des kaputten Fußes und Beines begibt er sich auf diese Reise. Und riskiert damit Wundbrand. Und das nicht mit zu spaßen. Ich hatte auch mal Wundbrand, zwar nur an einem Zeh, aber das hat gereicht. Das könnt ihr mir glauben. So, da hat sich was entzündet mal. Und ich habe es wochenlang nicht beachtet, als Kind noch. Ne? Ach, egal, ich spiele weiter damit. Ich tut eben weh, egal. Als Kind nimmt man sowas ja hin. Bis meine Eltern das dann sagen. Mein Vater, was hast du denn da am Fuß? Ja, das geht bestimmt wieder weg. Da müssen wir mit zum Arzt. Und da haben sie ja festgestellt, dass es eine Art von Wundbrand war. Oder jedenfalls sagte die Ärzte das da. Keine Ahnung. So, okay, also, wir kommen zum Spoiler, Leute. Also, die gehen jetzt da eben los, um die zu retten. Vor den Indianern oder was es da ist. Ja? Halleluja. So, wir kommen zum Spoiler. Also, sie vermuten, wie gesagt, Indianer hinter der Tat, da sie einen Pfeil finden. Einen Pfeil finden. Einen Pfeil finden. Okay. Als sie diesen einem Indianer zeigen, mit dem sie so befreundet sind, also der denen freundlich gesonnen ist, sagt dieser ihnen, dass sie alle sterben werden, wenn sie den Entführern folgen. Denn es sind keine Indianer, sondern Troglodyten. Ich habe dann mal auf Pause gemacht und Troglodyten gegoogelt und es kam so Insekten nicht, Fischechsenmenschen ähnliche Wesen. Da dachte ich erst, hä? So krass ist es aber nicht. Troglodyten ist auch ein Begriff von Höhlenmenschen, wenn man so will. Und darum geht es jetzt hier im Grunde, ja. Kannibalische Höhlenmenschen nämlich, denen man besser nicht begegnet. So, dennoch folgen die vier der Spur der Entführer. Arthur mit dem kaputten Fuß erleidet an seiner an seiner Beinverletzung Wundbrand, weshalb er zurückbleiben muss und den anderen immer langsam folgen muss. Die dann so Spuren für ihn legen, so Steine legen sie immer so hin in so bestimmten Formationen, damit er halt eben den Weg von denen folgt, wo sie lang gegangen sind. Ne? Aber er ist eben langsamer als die anderen, will sie aber auch nicht aufhalten und deswegen folgt er ihnen halt eben so als Nachzügler. Ja? So. Nach einem langen Weg erreichen sie ihr unangenehmes Ziel, werden von den Wilden angegriffen und der Veteran, der wird getötet vor Ort, direkt von denen. So. Oder opfert sich sogar noch ein bisschen. Ja? Also schwer verletzt, will er noch einen von denen aufhalten, kriegt aber voll eine Axt in die Birne. Oder was es da ist. So ein Bone Tomahawk halt. So einen komischen Knochen, der so wie so eine Axt geformt und geschliffen wohl ist oder was. Naja, gut. Der Sheriff und der Hilfs-Sheriff werden gefangen genommen und zur Ärztin und dem jungen Hilfs-Sheriff gebracht, die ja schon in Gefangenschaft sind. Und die sitzt da in so einem komischen Käfig da. Ne? Sie erfahren, dass der Gauner, der ja auch gefangen war, bereits von den Troglodyten gefressen wurde. Der jüngere Hills-Sheriff wird dann auf brutale Weise vor den Augen aller geschlachtet. Und da habe ich hier gesessen. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Wirklich. Also ich habe hier nur mit allen gerechnet. Das ist ein Western und so. Ne? Aber diese Szene, wie sie diesen jungen Hilfs-Sheriff töten, ja, war so intensiv, brutal, bestialisch und sah so fucking echt aus, dass ich hier saß, what, nein, what the, ich saß hier wirklich, nein, das ist nicht wahr, what the fuck, ich konnte es nicht glauben, ich war total geflasht, ohne Scheiß, das hat mich umgehauen, diese Szene, ohne Scheiß. Alleine wegen dieser einen Szene muss ich diesen Film haben. Es ist unglaublich. Also, aber auch so, der ganze Film ist ja gut. Ist halt Western, ruhig erzählt er, aber Halleluja. Gut, also, der Sheriff, also Kurt Russell, schwört daraufhin Rache. Schwört ihn zu rächen. Es gelingt ihnen mit einem Trick, drei weitere mit Opium zu vergiften. Das befindet sich in so einer Trinkflasche. Ne? Das haben sie dabei, weil er ja Schmerzen hatte, eine, um ihn halt eben so ein bisschen da, oder er hat das eher dabei selbst. So, Arthur erreicht dann auch bald, also der Verletzte erreicht dann auch bald die Höhle und es kommt zum Showdown. Vor der Höhle kann Arthur drei Troglodyten erledigen und dem einen, die können so komisch schreien, das macht so komisches keifendes
wie so ein Adlerschrei fast, so ein, aber dämonischer, so ein Geräusch. Weil die haben hier irgendwie in der Luftröhre so ein Knochen-irgendwas-Dings. Ich weiß jetzt nicht, ob das bedeuten soll, dass sie sich das haben eingearbeitet oder dass das denen so anatomisch irgendwie als gewachsen ist oder was. Auf jeden Fall steuert er so ein Ding raus, weil dann kann er da reinpusten und das Geräusch von denen imitieren. Und damit kann er die ablenken. Weil sie sich damit immer warnen mit diesem Geräusch, die Troglodyten. Ja. Das ist ihm aufgefallen. Und deswegen macht er das halt eben so. In der Höhle selbst wird der Sheriff bereits gefoltert. Er soll auch gerade umgebracht werden. Ja. Doch der Höhlenmensch wird von Arthur dabei abgelenkt durch dieses Pfeifgeräusch. Und so kann der Sheriff ihn schwerst verletzt, der Sheriff ist mittlerweile sehr schwer verletzt, überwältigen und töten. Also er kann diesen Troglodyten, den töten da, diesen diesen Höhlenmenschen dann. Ist aber selbst sehr, sehr, sehr schwer verletzt. Also er schneidet ihm hier die eine Seite auf und stopft da die leere Buddel rein, weil sie haben ja mittlerweile gemerkt, dass drei von denen vergiftet wurden durch das Zeug, was sie da getrunken haben. Ne? Der schmeißt er die ist aus Metall, so dieser Flachmann ist aus Metall. Schmeißt er erstmal ins Feuer und schneidet eben ganz langsam dann die Seite hier auf, ja. Und dann drückt er ihm dann die glühend heiße Flasche unten da ins Fleisch. Alter, das sind so Szenen, die will ich nicht sehen. Ich meine, doch, das ist ja nur getrickst, aber es ist so krass, dass ich jetzt so, Alter, was geht in diesem Film ab? Ne? Naja, und dann schießt er ihm noch voll in den Arm, also er nimmt ihm die Schrotflinte ab und so, das ist richtig krass, was Kurt Russell da erleiden muss, ja. Aber er kann ihn überwältigen und mit diesem Bone Tomahawk, mit so einem weiteren, kann er ihn ja töten. So, Arthur rettet seine Frau und den Hilfs-Sheriff. Und dann werden sie alle vom Sheriff fortgeschickt, der sterbend zurückbleiben will, um die restlichen zu erledigen. Es sind noch irgendwie drei übrig. Die Frau, diese Ärztin, die da vor Ort ist, hat halt, konnte sagen, wie viele das sind, die zu dieser Sippe gehören jetzt, ne? Ja, und Arthur und die anderen sollen dann weg und er bleibt dann eben schwer verletzt mit seiner Schrotflinte da und will die jetzt erlegen. In sicherer Entfernung vernehmen die Überlebenden dann noch drei Schüsse und dann endet der Film. Das fand ich ein bisschen Panne. Das hätte ich gerne noch gesehen, irgendwie ein Showdown oder so. Echt gut, Mann. Man weiß natürlich, das wird jetzt so sein, dass er ja dreimal geschossen hat und dann die drei wohl auch erwischt hat. Ne? Kann man von ausgehen. Man weiß es ja aber nicht genau. Und die wissen ja vor allem auch, wo das Dorf von denen ist. Wenn jetzt also einer von denen überlebt haben sollte, dann wird der denen auf jeden Fall folgen. Und das fand ich so ein bisschen, hätte man nicht noch irgendwie die Kameraschwenk zeigen können über die Höhle, wo alle tot liegen und gut. Ne? So als befriedigenden Abschluss. Aber man wollte mal wieder so mit der Suggestion spielen. Das ist ja heutzutage so ein Ding, ne? Aber naja, gut. So. Kann man nicht machen. Nicht machen. Kann man nichts machen. So. Hat mir aber trotzdem, das war okay, das Ende. So, der Film ist bestens besetzt und sehr gut gespielt, krankt aber leider am typischen ruhigen Erzähltempo des klassischen Westerns. Die ungewohnte Synchronstimme von Kurt Russell war für mich auch ein wenig sehr gewöhnungsbedürftig. Ein völlig anderer Synchronsprecher. Ich fand ich ein bisschen, da musste ich mich echt dran gewöhnen über den Filmlauf. Das ist ähnlich wie bei Escape Plan mit Schwarzenegger. Da kommt man ja auch nicht so wirklich auf die Stimme klar, ne? Und so ist es hier auch mit Kurt Russell, finde ich. Dennoch wird man mit den letzten 40 Minuten gut belohnt, in denen die Spannung stark anzieht und es sogar einen recht derben Härtegrad gibt, den ich so absolut nicht erwartet hatte. Die entsprechenden Szenen wirken dank der fehlenden Filmmusik umso grausamer und intensiver. Sorry. Da ist keine Musik und das passiert alles einfach. Wenn in einem Horrorfilm laufen ja irgendwie brumm, brumm oder irgendwie nervtötende Geräusche, nichts. Du wirst nur Zeuge des Geschehens und es ist so, oh Alter, das ist ein Schlag in die Magen, das sage ich und ich habe viel im Horror- und Splatter-Bereich gesehen. Ich fand das richtig geil. So. Ein etwas knackigeres Finale hätte ich mir dennoch gewünscht. Trotzdem definitiv einer der besten und vor allem grimmigsten Western, die ich jemals gesehen habe. So, also den muss ich mir unbedingt zulegen. Also das ging gar nicht, ey. Alter Schwede. Alleine wegen den letzten 40 Minuten, weil die so intensiv spannend sind, diese letzten 40 Minuten, das letzte Drittel des Films, kann man sagen. So intensiv und spannend und geil. Geil, einfach super. Das hat den Film echt gerettet. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Wieder ein Film, den ich bei meinem Vater geschaut habe, weil es den nicht auf DVD oder Blu-ray gibt. Leider. Ich hoffe, der kommt noch. Weil, obwohl ich ihn erstmal nicht so toll fand, wie der Trailer es wieder mal implementiert hat, im Nachhinein, als er so ein bisschen im Kopf nachwirkt, dabei habe ich dann doch gesagt, nee, komm, das war schon geil, das Ding irgendwie. Ja. Aber es gibt den nur, also es gab den noch nicht mal auf Netflix. Mein Vater hat den über, wie hieß das?
Der hat 3,90 € dafür bezahlt, dass wir uns den angucken konnten. Das weiß ich noch. Ich kann mir diese ganzen Portale nicht merken, wo er da ist. War das Next Dome? Heißt das so? War das da? Wir gucken halt eben mal hier und mal da. Er hat dann hier mal da was und da mal hier was. Keine Ahnung. Gleicht ja nicht mehr so viel aus. Naja, doch, eigentlich auch. Eigentlich geht er auch noch oft genug zur Videothek. Naja, er ist halt ein Filmfreak. Krasser als ich fast. Also was das Ausleihen angeht jedenfalls. So, egal. Also, es geht um Plan B, Scheiß auf Platz. Auf Plan A. So. Da habe ich den Trailer auch gesehen und ich hatte eigentlich, also von der Action her im Trailer schon gesagt, okay, will ich sehen, aber von den Charakteren dachte ich so, ob das funktioniert? Naja, warten wir es mal ab. Ja? Aber der Trailer implementiert ja schon fast Kung Fury Level. Und wer das erwartet, der ist hier falsch. Okay? So, so okay, ich lese mal vor. Erstmal zur Story. Es geht um 4 erfolglose Martial Arts Experten oder Stuntmen, die wegen einer Verwechslung statt bei einem Action Casting mitten in einer Entführung landen. Statt platt gemacht zu werden, sollen 3 von den 4 sich auf eine Schnitzeljagd begeben, um so den Code zur Öffnung eines Safes zu bekommen. Der 4. bleibt als Geisel zurück. Zusätzlich schalten sich 2 Polizisten. Einer von ihnen ist Kommissar Rex, ohne Scheiß, Kommissar fucking Rex, also nicht der Hund, sondern der menschliche Part. In die Nummer ein, die den Gangster jagen, dessen Frau die andere entführte Person ist. Okay, und der Boss, also der Gangsterboss, dessen Frau das eben ist, dem gehört auch dieser Safe. So. Ja, und so ist das. Das ist im Grunde so der Aufhänger für die jetzt folgenden aneinandergereihten Action-Szenen. Ist ein bisschen wie Die Hard, stimmt langsam jetzt erst recht. Die Hard with a Vengeance, wo die beiden ja auch von A nach B diese Bomben immer entschärfen müssen oder so. Und so müssen sie halt eben hier immer jeden Hinweis folgen zum nächsten Hinweis und so. Und auf dem Weg dahin kommen denen ständig irgendwelche Leute in die Quere und dann müssen sie gegen die kämpfen oder so. Das ist so, ja, so ähnlich halt, ne? So, gut. Was ich noch zu dem letzten hier sagen kann, ist halt, dass die drei, die laufen gelassen werden, um diese Schnitzeljagd zu machen, einer von denen, das ist so ein Schwarzer, das ist eben der schuld daran ist, dass sie die Hausnummer verwechseln, weil der kann nicht mit Zahlen umgehen. Und der bei den als Geisel zurückbleibt, ist einer von den Martial Arts Kämpfern. Dieser Schwarze ist nur der Manager von denen. Der kann kein Martial Arts. Ja, so. Gut, dann wollen wir mal spoilern, ne? Die Videogame-artige Odyssee führt die Hauptfiguren zu zahlreichen Orten, an denen immer kleine Keilereien auf sie warten. Teils packt man sich aber echt maximal an die Birne, wenn plötzlich random einer von ihnen von Satanisten gekidnappt wird und man dann gegen einen Martial-Arts-Grufti aus einem Sarg kämpfen muss, der zudem noch kurzzeitig X-Men-Beam-Kräfte hat. Der ganze Film ist ein Martial-Arts-Film mit Comedy-Elementen. Und plötzlich kommt da ein Typ aus einem Sarg. Warum ist der in einem Sarg? Und als er sich auf die Helden zubewegt, verschwindet er kurz und taucht kurz etwas weiter vorne wieder auf. Kann sich also offenbar Nightshadow-artig beamen oder morphen oder wie sagt man dazu. Macht das aber nie wieder in dem folgenden Kampf, der dann kommt. What the fuck sollte das jetzt? Da verstehe ich nicht mehr, was will mir der Regisseur mit dem sagen, was da gerade auf dem Bildschirm passiert. Ja. Im großen Showdown in einer Lagerhalle stellt sich heraus, dass die Geisel-Gangsterbraut in Wahrheit hinter allem steckt. Sie war nicht eine Geisel, sie war die Anführerin von allen, weil sie an die Kohle aus dem Safe ran wollte. Ne? Von ihrem Macker. Kommissar Rex, der von den beiden Cops, der von Kommissar Rex gespielt wurde, da, ne? Der ist korrupt und ein wichtiger Charakter mit einem Tattoo in der Hand, der geheimnisvoll aufgezogen wird, einfach vom Film vergessen wurde. Da wird ein Typ eingeführt, den siehst du nie. Du siehst immer nur, dass er hier so ein Zeichen, so ein Tattoo an der Hand hat. Das Zeichen kenne ich auch irgendwo her. Das ist irgendwie so eine 80s-Referenz, vermute ich. Ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwie, ich habe überlegt, ich kam nicht drauf. Weiß einer von euch, der den Film gesehen hat? Dieses Zeichen, was er da an der Hand hat, dieses Dreieckige mit den Kreisen drauf da. Aus welchem Film ist das? Total Recall? Oder irgendwie so eine Corporation aus irgendeinem Science-Fiction-Film? Running Man?
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, meine Nase, ich kann nicht mehr. Oh, fuck. Ich soll einfach mal schnauben. Na, auf jeden Fall taucht er halt eben auf und wird dir hergestellt, soll mal aufpassen, wo sie ist, soll er immer folgen. Du siehst halt immer seine Hand und denkst so, oh, da kommt bestimmt noch ein großer Kampf gegen ihn oder irgendwie so. Wenn sie ja zeigen, wie der auch aussieht, der Typ und so. Muss ja krass aussehen, man, wer weiß, ne? Ja. Den sieht man dann irgendwie zwei, drei Mal, wird er so ein bisschen gezeigt, seine Hand immer da und dann war's das. Der taucht nie wieder, irgendwann taucht er einfach nicht mehr auf. Entweder haben sie ihn rausgeschnitten, hier wieder diese Extended Cut Scheiße, Herr der Ringe Style Dreck, oder das Skript ist einfach beschissen. Und hat eine Figur vergessen. Oder was? Kann mir das mal einer erklären? Na gut, okay, also. Am Ende sind die Bösen alle besiegt und alles wieder gut. Wirklich viel emotionalen Drive gab es im Finale aber nicht, dass man irgendwie sagt so, oh, geil, den hat er platt gemacht oder so. Dieses hat man nicht so wirklich. Der Knalleffekt, der einen befriedigt zurücklässt, der fehlte irgendwie ein wenig. Ansonsten war das alles ganz in Ordnung. Jedenfalls in meiner spontanen Eindruckserinnerung. Ja, im Nachhinein, wenn ich da so drüber nachdenke, ist das einfach nur awesome, was da abgeht. Und da komme ich aber noch zu. All Style, No Substance ist hier nämlich oberste Regel. Und da habe ich ja nichts gegen generell. Ich mag ja auch sowas wie Harte Ziele 2. Ne? Also habe ich jetzt gar nicht das Recht, hier zu meckern. Aber der Trailer hat halt eben mehr versprochen. Er hat halt eben noch abgefahrene Comedy-Sachen oder so versprochen. Aber was hier an Comedy abgeht, da komme ich jetzt noch zu. Während der Film nun mal deutsch ist, was man leider in jeder Pore merkt, mit recht flachem Humor, aufgesetzter Coolness, selbstverliebter Protagonisten, einer der Hauptdarsteller zitiert immer wieder aus City Cobra dieses Anfangszitat, ich bin die, du bist die Krankheit, ich bin die Medizin. So wie andere, es gibt ja diesen Running Gag in Hollywood-Filmen, wie einer Robert De Niro vom Spiegel imitiert. Du redest mit mir, du redest mit mir, kennt ihr diesen Scheiß, ja. So machen sie das hier mit diesem City Cobra Zitat. Und das nervt auf Dauer einfach nur. Ja, und er ist halt auch noch so selbstverliebt dabei, dieser Typ da. Oh Gott, naja, okay. Da siehst du ständig irgendwie so komische cartoonartig eingearbeitete Sprechblasen auftauchen bei gewissen Sachen, die sie so sagen. Das wirkt auch deplatziert in dem Film irgendwie, finde ich. Aber naja. So, nochmal. Während der Film nun mal deutsch ist, was man leider in jeder Pore merkt, mit recht flachem Humor, aufgesetzter Coolness, selbstverliebten Protagonisten und möchte gern Filmzitat-Einbindungen, den ganzen Film über, wie gesagt, ist die Martial Arts Action nahezu vom Feinsten. Denn was Action angeht, da macht der Film kaum jemandem was vor. Also ohne was vor. Also braucht sich kaum zu verstecken. Also das ist echt geil. Die Kampfszenen sind vom aller feinsten. Aber holla die fucking Waldfee. Die Action ist der Burner. Also absolut mega awesome. Kann ich dir nicht anders sagen. Hätte ich auch in der Art nicht erwartet. Wobei es einen anderen deutschen Film gibt, bei dem es genauso gut ist. Aber da komme ich auch noch kurz zu nachher. Höhepunkte. Oder für mich der Höhepunkt des Filmes ist ein Barfight, also ein Kampf in einer Bar, in dem die Killerin aus, ich weiß nicht wie die heißt, die Killerin aus John Wick 2, die spielt hier mit kurz, ja, die spielt die Barbesitzerin, die Chefin von der Bar, und die will die beiden Jungs, die da gerade da Leute platt machen, aus ihrer Bar einfach raushaben. Mehr will sie eigentlich nicht, ja. Und die, nochmal, Höhepunkt ist für mich der Barfight, in dem die Killerin aus John Wick 2 mal eben mit den ach so tollen Helden den Boden wischt. Sie gewinnt. Ein Rematch gibt es nicht. Die macht die beiden Platz und die fliehen dann ängstlich. Ja? Wann bekommt diese Frau eine Actionfilm-Hauptrolle? Die kämpft so fucking geil und macht diese beiden Typen so geil platt und sagt, wenn das auch noch, ne? War das alles, ihr Wannabes? Und ich hab echt gesagt, ja. Ich hasse normalerweise ja diese Art von Frauenpower, ja? Aber er mit seinem selbstverliebten Scheiß immer da, kriegt da so auf die Mütze von der Frau und sagt auch, wir werden gerade von der Frau verhauen. Das ist einfach geil. Tut mir leid, ich fand's gut. Und nachher im großen Showdown sind sie unbezwingbar. Frage ich mich, wo war die Power denn bitte in dieser Bar-Szene dann? Oder war, oder ist das alles Luschen, gegen die da kämpfen? Aber naja. Aber die fand ich geil. Und die Alte, ich will die Alte in einer Hauptrolle, in einer Actionfilm-Hauptrolle sehen. Der kaufe ich dir ab, die Rolle. Hundertprozentig. Das ist keine Sissy, keine Mary Sue. Der siehst du schon im Gesicht und im Körperbau an. Die Alte ist eine Frau und hat trotzdem Eier. So. Gut. Wo war ich? Ach ja, und das nette Finale inklusive Nunchaku-Einsatz fand ich auch gut.
Auch das Outfit von denen. Der eine, der Schwatte, sieht halt aus wie Michael Jackson im Thriller. Einer von ihnen ist angezogen wie Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Denn und dann sind ja die beiden Asiaten ja noch. Der eine ist angezogen wie Bruce Lee, also halt mit so einem gelben Zeug mit so schwarzen Streifen dann, ne? Und nee, der eine Asiate ist angezogen wie McFly, genau. Und der hier City Cobra Typ ist angezogen wie die City Cobra. So, gut, also. Nervige Cartoon-Schriftzug-Einblendungen sollen wohl witzig sein, nerven, aber ja, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und der Humor auf Fuck you Goethe-Niveau ist halt typisch deutsch und ich kann nicht drüber lachen. Ich konnte mir den Humor nicht lachen. Auch dieses typische Jugendreden, Alter, ne, krass, Alter, konkreter, ne, ich weiß, dieses dich und mich und diese ganze Scheiße. Ah, oh, nee, nee, Leute, nee. Das war unnötig, echt. Aber naja, Fuck you Goethe-Level halt, ne, man will ja auch die deutschen Kinozuschauer damit irgendwie wohl begeistern. Also, ergo, wer einen echten, ernstzunehmenden deutschen Martial Arts Kracher sucht, der greift zum für mich immer noch ungeschlagenen Kampfansage. Auch wenn der cheesy ist, deutscher Endzeit-Martial Arts Film, what the fuck, aber der ist auf den Punkt ernst, da geht's zur Sache. Ja, und da sind auch richtig geile Martial Arts Szenen drin. Obwohl ich hier dazu sagen muss, bei Plan B auch die Action vom Feinsten. Keine Frage, kein Zweifel. Ja. Und der Film ist auch extrem unterhaltsam und macht Spaß, kann ich nicht anders sagen. Hat gut funktioniert, der Film. Aber es gibt eben diese Abstriche in der B-Note, sag ich mal. Ist aber auch wieder alles Geschmackssache, sag ich mal. Ne? Aber wer einen guten Actionfilm mit richtig geilen Martial Arts sehen will, der ist hier richtig. Das kann man sagen. Aber hier auch erwartet kein Anspruch, erwartet keine tiefsinnige Story mit Charakterentwicklung, einfach nur Gehirn aus und Spaß haben, dann funktioniert das auch super, das Ding. Und der Höhepunkt ist die Barfight-Szene einfach. Ist einfach nur geil. So, dann komme ich zu den letzten beiden Filmen und ich sehe schon, ich habe gleich keinen Akku mehr. Wahrscheinlich gibt es gleich einen Cut. Wenn es den gibt, wisst ihr Bescheid, muss ich zwischendurch ein bisschen laden. Ne? Wir kommen zum nächsten Film. Und zwar, das sind die beiden, der erste von den beiden, die wir heute Abend geschaut haben auf Netflix. Das erste war Spectral. 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 Ich lese mal vor. Dieser Science-Fiction-Kracher sollte ursprünglich ins Kino kommen, aber dank des leider Flops von Warcraft bekam das Studio nasse Füße und zog den Release zurück. Wahrscheinlich, weil es hier viel CGI im Film gibt. Ich habe keine Ahnung warum. Weil der hat sonst nichts mit Warcraft oder der Art von Warcraft zu tun. Das ist kein Fantasy-Film. Eher Science-Fiction, ja, wie gesagt. Ein gefundenes Fressen für Netflix, die den Streifen aufkauften und nun anbieten. Und man möge mir glauben, es lohnt sich, ihn zu sichten, denn meiner Ansicht nach ist er sogar wesentlich besser als mancher Blockbuster-Bullshit, der auf die große Leinwand schafft, der es auf die große Leinwand schaffte. Auch wenn manch Kritiker Spectral, oder wie immer, als einen der schlechtesten Filme des Jahres ansieht, während er Baby Driver in den Himmel lobt, wie gesagt, ja? Das ist nämlich das gleiche Video, was ich da gesehen habe. Oder der gleiche Kanal. Er hat dann auch eine Liste gemacht mit den besten Filmen und den schlechtesten Filmen. Und da war, glaube ich, Spectral bei. Das erinnere ich mich noch dran. Ja, und jetzt guck mal, Vater Mio wollte mit mir gucken und sagen, okay. Und dann war er doch fucking geil. Ich fand den wirklich guten Film, ohne Scheiß. Was war ich jetzt? Genau. Es geht um Dr. Klein, den Entwickler einer Spektralbrille, die zur Ausrüstung von Soldaten gehört, die in einem futuristischen Bürgerkrieg kämpfen. Einige dieser Soldaten haben durch diese Brille nun seltsame Erscheinungen gesehen. Und als der erste auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, nach solch einer Sichtung, ruft man Klein auf den Plan. Wie es scheint, handelt es sich wohl um Geister oder verlorene Seelen, aufgeschreckt durch das Grauen des Krieges. Denn die Wesen können durch Wände gehen, haben menschenähnliche Formen und wenn sie statt durch eine Wand durch einen Soldaten laufen, dann stirbt dieser augenblicklich an starker Erfrierung. Geister, wenn ein Geister in der Nähe ist, wird ja kalt, ne? Also die gehen davon aus, dass es wohl Gespenster oder was, also Geister halt sind. Doch dann erkennt Klein die ersten Ungereimtheiten, denn die Gestalten werden von Eisenspäne verlangsamt und können kein Keramik durchqueren. Sie müssen also aus einer physischen Substanz bestehen, sind also keine Geister. Was es damit auf sich hat? Spoiler! Ihr wisst Bescheid, ne? Er findet heraus, dass sie aus einer chemischen Zusammensetzung, einem Kondensat, bestehen, also künstlich erschaffen wurden, nach menschlichem Abbild. Die Spectrals, wie sie am Ende genannt werden, sind also keine Geister, sondern eine moderne Waffe, die außer Kontrolle geriet und sich nun viral auszubreiten droht.
Klein baut dann Waffen, mit denen man die Wesen tatsächlich vernichten kann, zumindest zeitweise, denn die zersprungenen Gestalten können sich wieder zusammensetzen. Ähnlich wie bei Terminator 2-Typ da. Nur, dass sie nicht flüssig werden, sondern halt eben so klingelingeling wieder zusammen da. Ne? Also muss man einen anderen Weg finden, um alles zu werten. Es gibt eine Art Reaktor, in dem die Spectrals hergestellt werden und auch lagern. Das erinnert so ein bisschen an die Schlussszene von der Sylvester Stallone-Verfilmung von Judge Dredd, wo dann am Ende diese ganzen Klone da in diesen Gefäßen, ne, lagern. Nur hier noch ein bisschen bombastischer, viel mehr und so, ja. Aber so lagern diese Dinger da auch so in Behältnissen, ja. Diese Spectrals, wenn man so will. Gut, wenn man diesen abschaltet, diesen Reaktor, entzieht man allen Spectrals die Energiequelle und hält sie so auf. Die sind so wie so ein kollektives Dingsbums, ne? Und wenn du dann die Energie rausnimmst, dann gehen die alle putt. So ist das. Auf einem, auf. Nach einem spannenden Finale, finalen Kampf mit einem Team von Soldaten, mit den neuen Hightech-Waffen, gelingt es Klein, den Reaktor auszuschalten und alles zu beenden. Zunächst. Denn die letzte Szene zeigt, wie die Menschen scheinbar aus den Trümmern der Spectral-Technologie diese bergen und nachbauen wollen. Also es ist dann am Ende so ein bisschen so, geht's vielleicht doch nochmal irgendwie weiter oder so, wenn die das jetzt nachbauen wollen und dann halt eben da wieder mit rumspielen wollen, ne? Weiß man nicht genau. Aber für den Film an sich, in sich ist es abgeschlossen. Die Spectrals sind aufgehalten am Ende dann. So. Also auch keine tiefsinnige Story jetzt, ne? Aber die Idee fand ich gut. Die Auflösung fand ich im Gegensatz zu vielen anderen gut. Das ist eben dann doch Spoiler, aber es ist kein schlimmer Spoiler. Da habe ich ja auch schon vor Spoiler gesagt, das sind keine Geister. Ja? Und was es dann auf sich hat, habe ich jetzt im Spoiler erst erzählt. Gut. Aber das, ich fand das gut. Ich hätte es eher lahm gefunden, wenn die da auf Ghostbusters gemacht hätten dann oder was. Ne? Mit einem angenehm unverbrauchten und mir nahezu unbekannten Cast und einem Look zwischen Gamer und Edge of Tomorrow, von der Optik her finde ich, bietet Spectre eine Menge ordentliche Action, nette CGI-Effekte und ein brauchbares Finale. Da habe ich schon wesentlich schwächeren Mist aus dem Kino gesehen. Mir gefiel der Film einfach rundum sehr gut. Also Netflix macht langsam sich wirklich als Kinokonkurrenz, finde ich. So, jetzt machen wir schnell noch den letzten Film, den wir auch noch geschaut haben heute. Und der ist auch sehr kinoartig, finde ich. Der hätte eigentlich auch im Kino laufen können, finde ich. Oder war der auch im Kino? Ich weiß es nicht genau. Also es ist ein Netflix-Film, deswegen denke ich mal nicht. Ne? Aber von der Qualität her hätte es eigentlich gepasst. Und zwar haben wir geschaut Bright. Den neuen mit Will Smith. Ja? So, Will Smith spielt einen Cop in einer fiktiven Welt, in der wir alle neben Orks, Elfen und Feen leben. Die Orks sind verschrien für ihre bösen Taten, die 2000 Jahre zurückliegen, während die Elfen als edles Geschlecht angesehen werden. Doch letztere planen ein finsteres Ereignis. Sie wollen den dunklen Lord wiederbeleben, was ihnen aber nur mit der Hilfe von drei Zauberstäben, sogenannten Wands, was ist das auch Englisch für, ist auch, glaube ich, Englisch für Zauberstab, oder? Genannt, gelingen kann. Als unser Held dann als Partner den ersten Ork im Polizeidienst erhält, sind dies nicht die besten Voraussetzungen, eine derart große drohende Gefahr zu bekämpfen, nicht wahr? Alles Weitere ist dann jetzt Spoiler. Ihr merkt schon, die Ausgangssituation erinnert an einen anderen Film aus den 80ern, ne? Wenn sich da ein bisschen auskennt. Komme ich aber auch noch, ich sage noch mal was dazu. Spoiler. Die böse Oberelfe ist auf der Suche nach dem letzten Wand, der sich im Besitz einer Elfin befindet, die eine sogenannte Bright ist. Nur diese erwählten Wesen können ein Wand mit bloßer Hand berühren, ohne dabei pulverisiert zu werden. Muss man sich ein bisschen vorstellen, wie, wer es noch kennt, Conan der Zerstörer, diese Olle, die dieses magische Horn als einzige anfassen kann. Alle machen puff kaputt. So, als unser widerwilliges Cop-Buddy-Duo an das Elfenmädel gerät, werden sie zu Gejagten. Denn nicht nur die bösen Elfen sind hinter dem Wand her. Auch Orks und sogar einige Menschen gieren nach der Macht dieses Gegenstandes. Am Ende aber kommt es zu einem recht dramatischen Finale, in dem der Ork-Cop zunächst von seinen Artgenossen erschossen wird, dann aber von der Elfin mit dem Wand wiederbelebt. Dann taucht die böse Elfin mit ihrem Gefolge auf und im letzten Kampf kommt es zu einer Situation, in der Will Smith den Wand nehmen muss, um sich so zu opfern und alle anderen durch die Explosion mitzureißen, denn es scheint eh alles verloren. Also es ist eh egal, die greifen einfach danach, ne? Und dann würde er explodieren und diese Explosion würde alle mit sich hinreißen. So. Er ergreift den Wand und stirbt nicht.
Auch er ist also offenbar ein Bright und nutzt nun die Kraft des Zauberstabes, um die böse Elfin zu zerstören. Durch die Explosion stürzt das Gebäude ein und der Ork-Cop muss Will Smith aus den Trümmern retten, was ihm endlich die nötige Anerkennung einbringt. Sowohl bei den Polizeikollegen als auch bei den Artgenossen, denn diese machen ihn zum Vollblut. Der Wand wird von den Cops in sichere Verwahrung gebracht. Sieht man noch, wie sie es wegschleppen, das Ding so. Ja? Und dann damit endet dieser Film. Also hat ein wirklich gutes Finale, fand ich jetzt. So, gut. Also, jetzt noch ein Fazit zu dem Film. Der Streifen ist sehr unterhaltsam und mutet ein wenig an wie eine Fantasy-Variante von Space Cop LA. Mit so ein bisschen Man in Black vielleicht. Ja, aber am ehesten würde ich ihn vergleichen mit Space Cop LA, weil da ist es ja auch mit diesem außerirdischen Cop, der von allen nicht akzeptiert wird und so, ne, und gegen andere böse Außerirdische seiner eigenen Rasse kämpfen muss und so ein bisschen, ne. Die Action geht in Ordnung und das Finale war angenehm gestaltet. Auch die Charakterentwicklung unter den Buddies war gut, denn es gibt eine Geschichte, die ein wenig Misstrauen unter den beiden sät und noch geklärt werden muss, um die zwei noch mehr zusammenzuschweißen. Da wurde Will Smith mal angegriffen von einem Ork und der Cop-Ork hat ihn dann in eine Gasse gejagt, aber entkommen lassen. Und wieso das so ist, wird noch geklärt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber das wird noch aufgeklärt. Ne? Und dann schweißen das die beiden ein bisschen zusammen, so noch ein bisschen. Überhaupt die Chemie zwischen diesen beiden Figuren fand ich ganz gut gemacht für so einen Cop-Buddy-Movie. Lediglich ein wenig mehr Artenvielfalt, was Fantasy-Gestalten angeht, hätte ich mir gewünscht. Ein wenig Men in Black-artig vielleicht, aber da hätten dann sicher wieder die Kritiker geheult, dass Bright nur eine Men in Black-Kopie sei oder so und CGI überladen. Mir gefiel der Film trotzdem sehr gut, ja. Aber wie gesagt, Orks, Elfen und dann zwei, dreimal sieht man so Feen rumflattern, die eigentlich nur sowas sind wie größere Insekten oder so, aber eben in Feengestalt, fiese Feengestalt. Ganz am Anfang eine Szene, am Ende eine Szene, das war es dann auch schon wieder. Und da ein bisschen mehr, was ich noch, keine Ahnung, andere Fantasy-Wesen, Trolle, Gnome, Zwerge, was weiß ich was, oder richtige Drachen, Greife, Fantasy-Figuren der verschiedensten Art. Wie bei Men in Black Aliens, hier eben Fantasy-Gestalten. In der Hier-und-Jetzt-Welt in der Großstadt und unter uns. Das wäre noch ein bisschen geiler gewesen. Aber ich vermute mal, das Budget hat dafür auch gar nicht gereicht. Und trotzdem, es ist ja eigentlich ein Cop-Film, der eben diese leichte, exotische Fantasy-Note dadurch hat. Und eigentlich ist es, die Orks eigentlich nur, eigentlich ist es wie ein Rassistenfilm oder was. Gegen Schwarze jetzt zum Beispiel oder irgendwie so. Kommt so ein bisschen so racist-artig rüber, diese Probleme, die da so aufgeworfen werden. Ne? Und ein bisschen haben die Orks auch was von den Deutschen, die ja immer die bösen, bösen Nazis sind. Ne? Und das sind eben immer die bösen, bösen Orks. Die ja aber auch eigentlich in ihrer Generation, in der sie jetzt leben, nichts mehr mit der Vergangenheit am Hut haben. Ne? Aber an sich fand ich den Film wirklich auch sehr gut. Und ich finde auch der Meinung, der hätte eigentlich auch im Kino, glaube ich, funktioniert. Ne? Ja, gut, so, dann bin ich mit dem Slanewatch für diesmal durch. Ihr habt gemerkt, es gab einen Schnitt, der Akku hat versagt, deswegen, bevor er jetzt wieder versagt, höre ich jetzt auch auf. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich werde jetzt die nächsten Tage mal daran arbeiten, das nächste Feedback hinzubekommen, also wieder physisch Filme schauen, also hier so, die mir geschenkt wurden, ne, damit ich dann mal wieder ein bisschen mit weiter was abarbeite. Ja, und sonst wird es wahrscheinlich mal wieder ein Vlog geben oder irgendwas kleineres, anderes. Mal gucken, lasst euch einfach überraschen, was als nächstes kommt. Ich habe da ja nie festen Plan. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Wie immer, farewell.